bei Wer weiß denn sowas XXL. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gegen Meisterreporter Oliver Welke. Und das Duell der Volksschauspieler Marile Milovic gegen Wolfgang Stumpf. Außerdem das Duell Mutterwitz gegen Comedy. Horst Lichter gegen Michael Mittermeier. Natürlich werden sie alle unterstützt durch unsere Teamkapitäne Bernhard Hoecker und Elton. Und hier ist Kai Pflaume. Hallo! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist endlich wieder soweit. Wir sind endlich wieder da. Wer weiß denn sowas, ist zurück. Guten Abend. Heute Abend, wer weiß denn sowas, XXL. Ab Montag, 18 Uhr, wieder täglich neue Folgen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich darf euch Schlecki vorstellen. Schlecki ist ein Blauzungen-Stink. Und wusstet ihr und wussten Sie eigentlich, dass ein Blauzungenstink bis zu 25 lebende Jungtiere gebären kann? Ach, also auf einmal, nicht während seines gesamten Lebens. Das war mir klar. Ja. Also, wer so eine Zunge also, hat, hat guten Sex. Ihr werdet heute Abend noch mehr Spannendes hier bei uns erfahren, wie gewohnt. Wir werden wieder Fragen aus vielen verschiedenen Bereichen haben. Es ist für jeden etwas dabei. Es ist eine Show für die ganze Familie. Jeder kann mitraten, ja, wird Spaß haben. Man erfährt viel Spannendes. Du stehst ein bisschen auf Abstand mit Blauzungenstink. Guck mal, passt so gut zu deinem Sakko. 25 auf einmal? Oder? Auf einmal, ja. Boah. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Ja, meine Damen und Herren, also Sie sehen schon, wir haben tolle Gäste heute Abend eingeladen. Das wird ein großer Spaß. Marile Milovic, Premiere in einer Quizshow. Wir sind sehr stolz, dass das bei uns passiert. Unser Rekordnationalspieler, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister Lothar Matthäus. Und der Mann, der gerade mit Baris Ferraris so gerockt hat. Horst Lichter ist dabei. Wolfgang Stumpf gibt uns die Ehre. Wir freuen uns sehr. Der kommt zu dir. Ja? Lieber Olli Welke, herzlich willkommen. Und der wunderbare Michael Mittermeier. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Und natürlich sind auch unsere beiden Teamkapitäne wieder mit am Start. Bernhard Hoecker und Elton. Es ist eingerichtet für eine wunderbare Samstagabendshow für beste Unterhaltung. Wir legen los mit der ersten Runde und in der stehen sich gegenüber Oliver Welke und Lothar Matthäus. Bitte schön, wir nehmen Platz. So, und für Sie, unsere Zuschauer zu Hause, gibt es mit dem Start von Wer weiß denn sowas in die neue Saison auch gleich noch etwas Neues. Es gibt nämlich eine App jetzt zur Sendung, die ARD Quiz App. Die können sich gleich runterladen und dann können Sie hier während der Spielrunden live mitspielen. Und Sie können auch gewinnen, nämlich genau den gleichen Betrag, den unser Siegerteam erspielt, wird dann eben auch ein Zuschauer, also einer von Ihnen, erspielen. Also gehen Sie in den App Store, holen Sie sich da die App und wir drücken Ihnen die Daumen. Die Gewinner werden dann am Ende der Sendung bekannt gegeben. Also wird sicherlich für noch mehr Spaß sorgen. Wir legen jetzt los mit unserer ersten Runde. Und wie gehabt, wie immer, haben sich unsere Zuschauer, die Menschen, die hier bei uns im Studio zu Gast sind, auch heute wieder frei entscheiden können, auf welcher Seite, auf welcher Tribüne sie Platz nehmen. Und diese Verteilung, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Hinter Bernhard Hoecker und jetzt in der ersten Runde Lothar Matthäus sitzen 67 Zuschauer. Hinter Elton und Oliver Welke sind es 56 Zuschauer. Also eine ganz freiwillige Entscheidung geht dieser Sendung voraus. Es bleibt alles beim Alten. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Aber das geht natürlich erst, wenn wir einen Blick auf die ersten 12 Kategorien geworfen haben, auf unsere Wand.
Die 12 Kategorien heute sind: Was passiert, wenn? Raumfahrt. Trick 17. Wunder der Natur. Das Wetter. Am Strand. Top Secret. Haushalt. Sportschau. Tierisch-tierisch. Straßenverkehr. Und das Fragezeichen. Ja, das ist so ein, wie man sich zu Hause so einen Auftragstipp machen kann. Es gibt irgendwas, was dich total anlacht. Wenn ich ausschließen würde, wäre für mich Raumfahrt. Ja. Raumfahrt ausschließen? Ja. Okay. Sonst kannst du alles nehmen. Sollen wir mit Straßenverkehr anfangen? Ja, wir fangen mit Verkehr an. Bist du im Besitz eines gültigen Führerscheins? Ja. Sehr gut. Gute Voraussetzung. Noch. Ja, das ist, sind schon Gäste. Kann ganz schnell gehen, ne? Das sind schon viele nach Die Frage Kategorie aus der Kategorie Straßenverkehr. Dürfen E-Bikes innerorts genauso wie Pedelecs auf dem Radweg fahren? Das ist jetzt geändert. A. Ja, wenn es durch ein Zusatzschild erlaubt wird. B. Ja, wenn sie nicht schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Oder C. Nein, sie müssen grundsätzlich auf der Straße fahren. Da ist jetzt irgendein Gesetz geändert worden. Ja, aber welches? Ja, das ist die Frage. War das vorher erlaubt und jetzt nicht mehr? Oder war es nicht erlaubt und jetzt dürfen sie? Umgekehrt, ne? Was ist ein Pedelec? Ist das ein Tier? Ich weiß es nicht. Ja. Pedelec. Was ist das? Pedelec. Ein E-Bike, da wird das Rad elektronisch unterstützt und beim Pedelec wird der Tritt elektronisch unterstützt. Aber das nützt gar nichts, dass man das weiß. Das hilft uns jetzt nicht weiter, ne? Aber die richtige Aussprache ist Pedelec. 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 Jetzt ist klar. Also nein, würde ich auch rausnehmen, weil ich glaube, sie dürfen. Ja. Die Frage ist nur, also ich glaube wirklich, dass es... Ich kann mir das vorstellen. Also ich glaube nicht, dass sie mit 50 oder 60 mit einem Zusatzschild fahren dürfen. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie das dürfen, aber halt eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Das würde ich im Endeffekt auch. Ja. Da bin ich mir, also wenn du jetzt nicht sagst, Nein, absolut nicht. Ich bin deiner Meinung. Ja? Absolut. Pass auf, wenn wir beide einer Meinung sind, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir was anderes sehen. Genau. Wir nehmen B. Hat einer von euch beiden ein E-Bike? Ja, ein Pedelec. Ah. Deswegen weißt du auch, was es ist. Genau. Also, was nehmt ihr? Wir nehmen B. Ihr nehmt B. Ja. Ihr nehmt B und hier kommt die Auflösung zur ersten Frage der heutigen Sendung. Das Bundesverkehrsministerium versteht unter E-Bikes zwei Räder, deren Elektromotor das Fahrzeug auch ohne Mittreten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h antreibt. Im Gegensatz zu Pedelecs, die nur einen unterstützenden Motor haben, dürfen Radler mit E-Bikes innerorts nicht den Radweg benutzen. Es sei denn, es ist laut Ministerium durch das Zusatzschild E-Bikes frei erlaubt. Das habe ich noch nie gesehen, natürlich. Die richtige Antwort ist Antwort A. Und Lothar Matthäus kennt dieses Gefühl, es ist wie ein Gegentor in der ersten Minute. Ein sehr schnelles, ja. Ja, ein sehr schnelles Gegentor. Aber du weißt aus eigener Erfahrung, das kann man alles noch aufholen, kann man alles noch drehen. Und das fühlt sich dann auch noch besser an. Ja. Es bleibt aber erstmal bei 0 Euro. Und ihr könntet jetzt... Das habe ich noch nie gesehen. Trick 17 würden wir gerne. Ach, guck mal, Elton. Was denn? Das ist doch deine Kategorie. Wer beim Grillen... Ja, so fangen gute Geschichten an. Wer beim Grillen auf umweltschädliche Alufolie verzichten möchte, kann stattdessen A. das Grillgut in Joghurt marinieren, B. Rhabarberblätter benutzen oder C. Butterbrotpapier unterlegen. Also, hier geht es ja jetzt um das Thema Brennbarkeit, oder? Unter anderem. Brennbarkeit und trotzdem Wärme. Durchlassen. Aber Grillgut in Joghurt marinieren? Also Butterbrotpapier würde doch vom Gefühl her am ehesten in Flammen aufgehen, oder? Täusche ich mich da komplett. Andererseits unterlegt man das auch manchmal doch für bestimmte Sachen im Backofen, oder? Ja, aber das ist doch Backpapier. Das ist Backpapier, meine ich ja. Ja, ja. Obwohl Butterbrotpapier ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen, das hat so eine kleine Schicht auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob das auch nicht gesundheitsschädlich ist, wenn du das über den Also Rhabarberblätter klingt gesund und öko, deswegen soll man das vielleicht nehmen und deswegen ist vermutlich falsch. So muss man denken. So muss man hier denken, ja. Du hast die Sendung schon schnell erkannt. Ich habe mal reingesetzt. Ja. Es kann natürlich sein, dass du das in Joghurt eigentlich, dass das auch nicht packt. Ja, komm, wir nehmen A, weil es so bescheuert klingt. Das wäre mein erster Impuls. Ja? Das geben wir es? Ja, komm, die anderen haben auch.
Riskiert. Wir haben auch riskiert. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Ja? Das war ja eben richtig. Ja. Eben. 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 A ist eingeloggt. Beim Grillen wird oft auf Alufolie zurückgegriffen, um zum Beispiel Fisch darin zu garen. Sie ist allerdings alles andere als umweltfreundlich. Ein guter Ersatz sind Rhabarberblätter. Das Blatt wird zunächst halbiert und das Grillgut darin eingewickelt. Dann wird das Blatt mit Zahnstochern fixiert. So gart das Grillgut von allen Seiten, zerfällt nicht und bleibt saftig. Die Blätter geben einen leicht zitronigen Geschmack an das Grillgut ab. Aber hier kommt ja noch dazu, dass die Rhabarberblätter einen wohligen Geschmack abgeben. Leicht zitronig, das ist so, der angenehme. Wenn du Palmblätter nimmst, ist schlecht. Nee, die sind ja oft trockener von der Konsistenz und die könnten dann brennen. Hm. Also, es bleibt beim Unentschieden. Es steht quasi wieder alles auf Anfang. Ja, ja. Auch ein schnelles Gegentor bekommen. Wir vertrauen jetzt schon mal aufs Publikum und nehmen, was passiert, wenn. So ein bisschen Physik. Was passiert, wenn 1000 Grad heißes flüssiges Salz in ein wassergefülltes Aquarium gegossen wird? Ist ja geil. A. Das Wasser schießt explosionsartig in die Höhe. B. Es bildet sich ein riesiger Salzkristall. Oder C. Das Wasser verdunstet komplett. Das ist ja, also egal was, es sieht alles ziemlich cool aus. Cool, ja. Aber auch schwierig. Also, ich kann mir vorstellen, wir schütten dieses flüssige Salz in das Wasser. Sofort fängt das Wasser an zu kochen, verdampft und die Blasen schießen nach oben und nehmen Wasser mit. Hört sich spannend an, ne? Das kann ich mir vorstellen. Gute Geschichte. Überzeugt. Ja. Das, bei Geysiren kann das vorkommen. Ja. Ja, leider kann es auch sein, dass es B ist. Könnte auch. Weil Salz ist ja eigentlich kristallin und nur in Körnern, weil es gemahlen wurde. Und vielleicht schüttet man es da rein und dann bindet es sich sofort zusammen zu einem großen Salzkristall. Vielleicht Sinn machen, pass auf, jetzt kommt C, das kann Bernhard sich nämlich auch vorstellen. Ja, weil es verdunstet einfach. Nee, C würde ich ausschließen, weil verdunsten ist quasi eine harmlose Form von schießt explosionsartig in die Höhe. Also ich persönlich würde B sagen. Du würdest B sagen, ich bin ja bei A. Siehst du? Aber ich habe ja nicht aufgepasst in der Schule. Also die, wenn das da reingeht, und das ist, ich meine, es ist 1000 Grad. Ja. Ich meine, das ist, passiert doch zum Beispiel auch bei, wenn du Wasser in Fett machst, passiert das auch. Das Wasser verdunstet, fliegt nach oben und zieht Fett mit und das fängt an zu brennen. Das ist quasi derselbe Effekt. Okay. Umgekehrt ist es beim, jetzt geht's wieder los, ist es beim Fett natürlich so, da wird wenig Wasser in viel heißes Fett geschüttet. Deshalb verdunstet das. Hier ist viel Wasser, was sofort die Energie aufnehmen kann. Und das kann dazu führen, dass die Bindungsenergie, die das Wasser aufnimmt, dann nicht mehr, die Bewegungsenergie nicht mehr im Salz ist und das wird zu einem Kristall. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen bei B. Jetzt bist du wieder bei mir. Gib mir 5 Minuten und wir sind wieder bei A. Was würdest du denn sagen? Ja, ich habe gesagt, von Anfang an ist mir B ins Auge geschossen. Aber? Und ich finde B ja jetzt im Nachhinein auch, sexy. Ja? Sexy. Sollen wir die sexy Antwort nehmen? Sollen wir die sexy Antwort nehmen? Wir nehmen die sexy Antwort und riskieren B. Boah. B. So, und wir haben da mal was vorbereitet. Uiuiuiuiui. Ja. Wir werden uns das jetzt hier live im Studio anschauen. Ich werde unseren... Nur falls der Salzkristall so stark wächst. Was ist mit uns? Ja. Ihr seid nicht im Bild. Das ist wirklich der Salzkristall. Wahrscheinlich verdunstet das komplett. So. Und weg ist es. Da kommt Markus mit dem flüssigen Salz. Und Achtung! Es geht los! Vorsicht! Oh! Es schießt. Ich sehe einen Kristall! Ich sehe einen Kristall! Du siehst einen Kristall? Ich sehe einen Kristall. Erklär uns ganz kurz, was in dem Moment passiert. Jo, also was jetzt hier passiert ist, wenn ich das heiße Salz reinkippe, dann gibt es zunächst mal so einen Schutz aus Wasserdampf. Ja? Dann vermischt sich aber das Wasser mit dem Salz und das Wasser wird dann enorm heiß, sehr, sehr schnell, erhitzt sich auf
über 300 Grad und dann explodiert es. Mhm. Hier in dem Falle sogar mehrfach. Ja. Also Antwort A ist die richtige. Ihr habt euch für B entschieden. Markus, herzlichen Dank. Wir sehen uns ja später noch mal wieder. Ah. Gut, dass wir die Brille aufgesetzt haben. Das hätte schief gehen können. So, es bleibt bei 0 Euro. Kann ich die behalten? Ja, leg sie einfach unter den Tisch. Privat? Vielleicht brauchen wir sie ihn später noch mal. Ne? So, und wir kommen zur nächsten Kategorie. Ja. Wir hatten uns für eine Kategorie gerade entschieden, die es gar nicht gibt auf der Wand. Oder vielleicht Top Secret. Das kann vielleicht was Geschichtliches sein. Top Secret. Ich würde mich ja freuen, wenn jetzt mal ein bisschen Geld gewonnen wird. Ja, das würde mich auch freuen. Ein bisschen so ein Schneckenrennen bis jetzt. Mhm. Ne? Ja. Warum gibt es auf dem New Yorker Grand Central Terminal ein Geheimgleis? A, weil während der Prohibition dort Alkohol geschmuggelt wurde. B, damit Präsident Roosevelt heimlich nach New York reisen konnte. Oder C, um die Goldreserven der Wall Street evakuieren zu können. Hat nichts alle mit Harry Potter zu tun. Falsche Stadt. Geheimgleis. Ein Geheimgleis. Ja, also so geheim scheint das ja nichts mehr zu sein. Jetzt also, nicht mehr, jetzt haben wir es ausgeplaudert. Die Frage ist ja, warum sollte Präsident Roosevelt eigentlich heimlich nach New York reisen? Als Präsident, also nach Washington, aber warum nach New York und warum heimlich? Prohibition, Alkoholschmuggeln ist ja jetzt nichts. Für ein Geheimgleis brauchst du ja trotzdem irgendwelche Baugenehmigungen. Warum sollte ein Staat, der die Prohibition als Gesetz erlässt, gleichzeitig erlauben, dass man ein Geheimgleis für Alkoholschmuggel baut? Ja, aber vielleicht hat ja der Staat nicht das Geheimgleis gebaut, sondern die Prohibiteure. Ja, aber das kriegt man doch mit, wenn du ein Geheimgleis baust. Das kannst du ja nicht heimlich bauen. Das kriegt ja irgendwer. Prohibitanten. Oder die Stadt war korrupt und hat daran heimlich mitverdient. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Also am logischsten, falls das hier mit Logik am Rande zu tun hat, wäre C, finde ich. Aber nur sehr weitgehend. Wall Street Goldreserven? Das ist doch nur Aktienhandel. Natürlich haben die, bestimmt haben die auch Gold. Und würde das hier ja nicht stehen, ich meine, das ist ja klar. Also A würde ich auch ausschließen, aus demselben Grund, wie gesagt, das muss einer mitbekommen, dann hätten sie es eh verboten. Also A würde ich ausschließen, ich würde aber auch C ausschließen, dann bleibt für mich nur B übrig. Ich kann mir nicht erklären, warum der Roosevelt, aber da ich A und C komplett ausschließen könnte, kann, bin ich für B. Aber wir sind bis jetzt also so gut als Team zusammen gefahren, wenn du sagst B. Ja. Wenn du sagst B, weil du das Gefühl hast, dann, dass der mal heimlich nach New York musste, ich sehe nicht so richtig einen Grund. Aber shoppen, ja, aber heimlich shoppen. Goldreserven. Das wäre wenigstens was, wofür ich Steuergeld ausgeben würde. Ich weiß allerdings auch nicht, warum die Wall Street Goldreserven hat, aber... Eltenentscheidung. B. B. Elton entscheidet Antwort B und wir haben natürlich die richtige Lösung für Sie. Im New Yorker Grand Central Terminal gibt es tatsächlich ein unterirdisches Geheimgleis, Gleis 61. Dieses kann nur über eine Treppe oder einen Lastenaufzug über das benachbarte Luxushotel Waldorf Astoria betreten werden. Gebaut wurde der Tunnel für VIPs, wie den ehemaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, der zeitlebens unter Polio litt und im Rollstuhl befördert werden musste. Um seine Krankheit in der Öffentlichkeit zu kaschieren, benutzte Roosevelt zu seinen Reisen nach New York City einen Privatzug, der dann auf dem Geheimgleis ankam. Der alte Waggon für die Präsidentenlimousine steht heute immer noch dort. Sehr gut! Antwort B, richtig! Und die ersten 500 Euro! Jetzt läuft es! So, jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Wall Street ist auch ganz unten in Manhattan und der Grand Central Station ist in der 42. Straße. Ja, davon war auch jetzt, sehr weit entfernt. Der Wall Street und 42. Straße. Am Strand. Am Strand. Das jetzt könnte auch los. Was für euch sein. Kriegen warum wir jetzt, entstehen an der Nordsee höhere Sanddünen als am Mittelmeer? So. A, weil die Nordsee flacher ist als das Mittelmeer. Ja. B, weil im Mittelmeer eine bestimmte Muschelart fehlt. Nein. Oder C, weil der Wind am Mittelmeer immer Richtung Meer weht. Also C würde ich jetzt schon mal ausschließen. C würde ich ausschließen, ja, weil der Wind weht. Dreht sich ja, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es mit Ebbe und Flut zusammenhängt, weil es gibt am Mittelmeer, also gibt natürlich Ebbe und Flut, aber nur in sehr geringer Form. Wir haben an der Nordsee sehr viel Sand, sehr viel Strand, teilweise das Wattenmeer. Genau. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass dort mehr Sand an den Strand und von dort aus auf die Dünen geweht wird. Und deshalb wäre ich bei A. Und ganz ehrlich, bisher
haben wir immer B gesagt und es war A. Und jetzt sagen wir A. Und jetzt sagen wir A. Und es wird auch A. Und wenn es B ist, dann jagen wir den Kai durchs Studio. Ja. Ich kann da gar nichts für. Wir haben keinen anderen da. Hm? Irgendeiner muss verkloppt werden. Ja. Irgendeine Sau muss immer durchgetrieben werden. Bist du dir ziemlich sicher, oder? Da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir so sicher wie eben, aber ich würde gerne diesmal dabei, bleiben. Ja? Und ich sag gar nichts. Nein, du darfst ruhig was sagen. Ich bin, danke. Ich muss ja nicht drauf hören. Aber in diesem Fall. Ich bin ja auch der Meinung. Das ist ja das, was am meisten Sinn macht. Aber wenn du doch auch der Meinung bist und ich, dann lass es uns doch tun. Ja, aber wir haben bei der ersten Frage waren wir auch beide einer Meinung und es war falsch. Ja, aber ach, wir das waren macht dir Angst jetzt. Es macht mir keine Angst, es macht mir Sorgen. So, okay. Sorgen sind das Salz des Lebens. Wir alles nehmen klar. Frag mich gar nicht. Das ist der Kapitän. Und wenn es jetzt die Muscheln jetzt sind. Drücken wir die Daumen für die ersten 500 Euro für Bernhard Hoeker und Lothar Matthäus. Damit eine Düne entsteht, muss zuallererst Sand am Meeresboden vorhanden sein. Das Meer transportiert den Sand an den Strand. Dieser wird von starkem Wind Richtung Land geweht, wo er an Muscheln oder Pflanzen hängen bleibt und sich zur Düne anhäuft. Da die Nordsee mit einer mittleren Tiefe von nur 90 Metern sehr flach ist, kann der Sand hier sehr viel leichter an Land gespült werden als am Mittelmeer. Denn dies ist mit durchschnittlich 1500 Metern sehr viel tiefer. Richtige Antwort und damit auch die ersten 500 Euro. So, jetzt sind wir drin im Spiel. Haushalt. Eine Grillfrage. Wir haben mit dem Grillen gute Erfahrungen gemacht. Ja, und es geht gleich weiter. Joghurt weiter. Was trifft beim Staubsaugen zu? Ach du Scheiße. A. Je länger das Rohr, desto höher die Saugkraft. Gags dazu. B. Auf mittlerer Stufe wird mehr eingesaugt als auf der höchsten. Oder C. Ein etwas gefüllter Beutel filtert den Staub gründlicher als ein neuer. Gute Idee, Elternhaushalt. Ja, so, ihr beiden Haushaltsexperten. Also, je länger das Rohr, desto höher die Saugkraft. Warum nicht? Klingt irgendwie sexy, macht aber keinen Sinn. Auf mittlerer Stufe wird mehr eingesaugt als auf der höchsten. Dazu wüsste ich. Das ich wüsste nicht, also da wüsste ich nicht warum. Also unten ist ja so ein Schlitz, ja, der saugt. Ja. Vielleicht ist, wenn die höchste Stufe ist, saugt er nur in der Mitte was auf. Und bei der mittleren Stufe. Du hast meine Aufmerksamkeit im Mittelteil verloren. Ja, ich sehe das schon. Also schließen wir B aus. Wäre das nicht vielleicht auch eine Publikumsfrage? Es ist auf jeden Fall eine Publikumsfrage, denke ich. Aber wir können ja selber noch ein bisschen nachdenken. Ein etwas gefüllter Beutel filtert den Staub gründlicher als ein neuer. Das könnte sogar sein, Stimmt, das könnte sogar sein, weil der Staub in dem gefüllten Beutel auch schon stecken bleibt. Ja. Wollen wir C riskieren? Irgendwer macht dann so... Ein gefüllter Beutel... Filtert den Staub gründlich. Oder jemand macht Geräusche, weil er denkt, warum wird das denn keine Publikumsfrage? Ich würde es lieber noch mal riskieren. Okay, du hattest eben das richtige Gefühl, du hättest jetzt sogar das Recht, dich einmal zu irren. Ja, wir nehmen C. 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 Gut, ohne Publikumsjoker. C ist notiert. Je voller der Beutel, desto geringer die Saugkraft und damit auch die Menge an eingesaugtem Staub pro Zeit. Wird jedoch die austretende Luft genauer untersucht, wird folgendes Ergebnis sichtbar. Ein Beutel, der bereits Staub enthält, hat ein größeres Staubrückhaltevermögen als ein ganz neuer Beutel. Denn die Staubteilchen setzen sich in seine Poren und filtern die eingesaugte Luft zusätzlich. Dadurch ist die austretende Luft beim etwas gefüllten Beutel tatsächlich staubärmer als bei einem ganz leeren. Richtig! 1000 Euro sind es euch. Wenn man jetzt überlegt, dass wir die Schatzabana-Frage genommen haben. Ja, eben. Wir haben Leute da hinten. Ja, eben. So, wir haben ja noch ein bisschen was im Angebot. Ich muss immer suchen und er muss antworten. Mhm. Ich nehme die Raumfahrt. Was? Raumfahrt. Für dich. Ich habe gesagt, ich bin Fahrradfahrer. Das ach so, ich habe Raumfahrt. Und du bist Raumfahrer. Und das nicht im Raum, sondern draußen. Du bist nicht Fahrradfahrer, du bist Pedelec-Fahrer. Ich bin Pedelec. Pedelec. Wir nehmen Raumfahrt. Ist ja schon eingelocht. Konzentration auf die Frage. Jetzt bist du drin. Ne? Warum unterschrieb die Apollo 11 Crew vor dem Abflug hunderte Briefumschläge, während sie in der Quarantäne wartete? A. Ein Konzentrationstest
war bei allen negativ ausgefallen. B. Keiner im Team hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen. Oder C. Sie hatten eine Wette mit dem US-Kongress verloren. Das ist ja mal abgefahren. Ja, die Raumfahrt. Also, keiner im Team hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ich glaube, da ist die Idee dahinter. Die haben auf einmal ganz viele Lebensversicherungen verschickt als Bewerbung. Ja, aber auf dem Briefumschlag? Aber warum unterschreibt man den Briefumschlag und warum kümmert man sich in dem Moment um eine Lebensversicherung? Im letzten Moment? Naja, war ein gefährlicher Job. Ja, aber das wussten die ja vorher schon. Und warum hunderte Briefumschläge? Da wäre ja die Idee, dass die Crew für jeder bei mehreren Lebensversicherungen einen Antrag gestellt hat, in der Hoffnung, einer wird genommen. Wird noch genommen. Das hätte sich so einer sofort gemeldet. Super Werbung. Absolut. Halte ich für unwahrscheinlich, kann aber sein. Ist das denn vielleicht was fürs Publikum? Weil das ist ja sowas, kann man ja schon mal irgendwo vielleicht. Ja, ja, aber ich würde dann was. Lesen, also bevor gesehen. Sich keiner erhebt, also nur wenn keiner was weiß, würde ich denen gerne was mitgeben, dass sie dann quasi unsere Antwort auswählen. Sie hat eine Wette mit dem US-Kongress verloren. Da sind im Kongress sind, glaube ich, 300 Leute oder sowas. Ja, das ist nicht so. Wir reden hier von hunderte. Das heißt, die haben das jeden dann schon einen Briefumschlag unterschrieben. Ja. Wieso unterschreiben die Briefumschläge? Ja, es sammeln doch welche Unterschriften. Ach so, auf Briefumschlägen? Auch Briefumschlägen, auf weißem Papier. Egal, muss nicht immer ein Vertrag sein. Okay. Oder ein Brief. Also, ich habe keine Ahnung. Ich tippe, ich persönlich, was tippst du? Ich tippe auf C. Du tippst auf C, ich tippe auf A und wir nehmen das Publikum. Genau, und das Publikum tippt auf B. Und das Publikum nimmt dann B und richtig ist D. Das okay. Wer weiß es? Irgendjemand, der sich was denken kann, der mal was gehört hat. Vielleicht nur ein kleines Gefühl hat dafür. Irgendjemand, der sicherer ist als die beiden hier vorne. Das geht nicht. Ja, steh mal auf. Ah, ja. Guck mal da, er hebt sich gerade. Jo. Vielleicht sagt er aber auch, ich weiß es nicht, aber wann habe ich mal wieder die Chance, ins Fernsehen zu kommen? Ja, wie heißt du denn? René. René, grüß dich. Woher kommst du hier? Neumünster. Mit wem bist du hier, René? Mit meiner Frau. Ja, hat die einen Namen? Tanja. Ja, wie lange schon zusammen? Wir feiern dieses Jahr 10-jährigen Hochzeitstag. Wunderbar. Sehr gut, René. So, jetzt gucken wir mal auf die Frage Apollo 11. Also ich hätte auch Antwort C genommen, weil ich mir denken kann, vielleicht sind die Unterschriften, dass die Briefe nachher irgendwann verschickt werden an irgendwelchen Leuten und da sind halt die Unterschriften der Astronauten drauf und da sind halt besondere Briefumschläge. Und das alles resultieren aus einer Wette mit dem US-Kongress. Also, ja, nee, ist ja eine Idee. Ich meine, die beiden haben ja auch hin und her überlegt und gerätselt und wissen es ja auch nicht sicher. Also René aus Neumünster hat sich für Antwort C entschieden, stellvertretend für alle, die hier hinter Bernhard und Lothar Matthäus sitzen. Bevor die Apollo 11 Astronauten ihre Reise zum Mond antraten, mussten sie einen Monat in Quarantäne verbringen. Dort unterschrieben sie haufenweise leere Briefumschläge mit Apollo 11 Motiven. Damit wollten sie ihren Familien für den Ernstfall etwas hinterlassen, das einen hohen Sammlerwert erreichen würde. Eine Art Lebensversicherung. Denn eine solche abzuschließen wäre für einen risikoreichen Job wie ihren unbezahlbar gewesen. Doch zum Glück kamen die Umschläge nie zum Einsatz. Ah, es ist Antwort B die richtige. René, macht es. Es geht noch weiter. Wir haben noch viel vor heute Abend. Alles Gute für euch und einen schönen 10. Hochzeitstag in diesem Jahr. Ja? Dankeschön euch beiden. Zu der Zeit wollte übrigens wirklich keiner die Astronautenversicherung. Später ist das zum Glück gelungen. Aber das ist so eine schöne Tradition geblieben mit dem Briefumschlägen. Also das ist immer noch. Ja, es bleibt bei 500 Euro. Und bei euch könnten es jetzt 1500 werden. So, pass auf, wir haben lange diskutiert, wir haben uns wirklich nicht getraut, aber wir sind jetzt soweit, wir nehmen Sportschau. So. Hilft ja nicht. Irgendwann muss es ja rankommen. Jetzt kommt eine Curling-Frage. Na, sowas Ähnliches. Ich wusste. Es klingt fast wie Curling, es ist aber Kalmund. Okay. Ah. Mhm. Fußballmanager Rainer Kalmund versuchte 1982 eine Spielverlegung zu erzwingen, indem er A. Wildschweine den Platz umgraben ließ, B. am Vortag das Spielfeld flutete oder C. die Stadionparkplätze mit Zelten zustellte. So, hast du da nicht schon was von gehört? Ich
hätte jetzt gedacht, dass er alle totlabert einfach. Das wäre mein Tipp gewesen. Kalli hat natürlich schon allerhand schlitzohrige Sachen in seinem Leben gemacht. Aber ich müsste, wenn man jetzt sich aus. Weil dann kann, warum soll dann das Spiel nicht stattfinden, nur weil die Parkplätze... Ja, vor allem, ich meine, wird der Verein ja einfach massiv bestraft. Also ich meine, das ist ja eine richtige... Also erstmal muss man an der Stelle eins sagen. Ja. Großes Kompliment an unsere Redaktion, ja, dass es gelingt, Oliver Welke eine Fußballfrage zu stellen, wo er nicht Fußball sofort sagt, weiß ich. Ich würde sagen, es geht mehr in den Bereich Wildschweinfrage, wenn du mich fragst. Natur. Lothar, weißt du es? Ich weiß nichts. Nee. Du weißt es auch nicht? Ich weiß nichts. 82, ich meine, da war es. Ja, da war sehr Weltmeisterschaft. Also, ja, meine ersten Parkplätze würde ich ausschließen. Also, Moment, war denn der Kalli, gehen wir mal so rum, war der 82 überhaupt schon Manager in Leverkusen? Ja, das meine, ist ja, nein. Das ist, ja klar, das ist doch viel zu früh, oder? Ja, also muss. Da muss er ja woanders vielleicht noch gewesen sein. Vielleicht spielt diese Geschichte auf dem Dorf und der Kalli war noch gar nicht beim großen Bundesligisten Bayer Leverkusen. Was machen wir denn dann? Ich bin, als ich sofort A gelesen habe, war ich auch schon sofort bei A. Der hat drei, was weiß ich, fünf, sechs Wildschweine da auf und die haben ein bisschen rumgewühlt. Ja. Wie hat er die da hingekriegt? Wo kamen die her? Aus dem Anhänger. Die hat er selber im Wald gefangen. Und danach gegessen. Danach gegrillt. Hat er seinen Freund Obelix angerufen. Aber könnte das, nur noch mal zur Erinnerung, ihr habt ja den Publikumsjoker eben gespart. Ne? Ja, aber wir können doch nicht bei einer Sportfrage, wie stehen wir denn dann da? Ich würde sagen, egal wie, es wäre gut, wenn die richtig beantwortet wird. Ja, völlig richtig. Die Fallhöhe ist enorm, gerade für Elton als Experte. Ja. Was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl sagt A. Weil der Rest ist nicht also, Olli, was empfindest du? Du bist für C. Ich bin für C, aber lass uns das Publikum fragen, weil wir können uns nicht einigen und dann wäre das geradezu salomonisch. Und dann soll das Publikum sich frei entscheiden. Okay, dann nehmen wir das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer weiß es? Ja, so eine einfache Frage, Leute. Ah! Naja. Gut, was er jetzt noch mitgenommen, ne? Ich weiß. Hallo. Moin. Moin, wie heißt du? Chris. Aus? Hamburg-Altona. Also Chris. Also ich glaube, er braucht ja einfach nur Beziehung zum befreundeten Bauern haben oder sonst was mit der Wildschweine hat. C schließe ich aus, weil das ist so absurd, wie Elton auch schon meinte. Und B, ja, glaube ich auch nicht. Weil nee. Also du bist für Antwort A. Genau. Gut, Chris sagt Antwort A. Jetzt sind wir mal gespannt. Und fällt damit die Entscheidung. Und Rainer Kallmund ist ja wirklich eine Menge zuzutrauen. Januar 1982, Ulrich-Haberland-Stadion. Zum Rückrundenstart gegen den großen FC Bayern fallen bei Leverkusen unter anderem Torjäger Anne Larsen Ökland als auch Mittelroutinier Dieter Herzog aus. Manager Rainer Kallmund musste handeln. Bei den ganzen Problemen wollten wir das Spiel natürlich ausfallen lassen. Also ran an die Schläuche, Wassermarsch. In der Nacht hatten wir eine wunderbare Eisfläche produziert. Perfekt für Schlittschuhlaufen, weniger für Fußball. Ja, der Bundesliga-Spielleiter hat bei der Besichtigung am Abend gesagt, ich komme morgen noch mal vorbei, aber wir müssen jetzt sicherlich absetzen. Und dann kam der warme Luftzug, taute das Eis weg. Das Spiel fand statt. Bayern München, die waren 2-0. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt oft selber rein. Also, Business macht nichts, Business macht auch nichts, Chris. Ihr steht ja gut da, ihr habt ja schon eine Menge Kohle auf dem Konto. Vielen Dank. Ja, gut, wenn der Winter gestanden Luther, warst du da nicht dabei? Nein. Nee. Weil, nee? Ich war da noch immer in Gladbach. Ach stimmt, da hast du in Gladbach gespielt zu der Zeit, ja? Aber verrückt. Ne? Ja. Also, es bleibt bei 1.000 Euro bei euch. Bei euch können es jetzt und werden es jetzt hoffentlich 1.000 Euro werden. Ja, das brauchen wir ein gutes Wetter dafür. Oh! Ja, wir hatten ja gerade kalte... Was ist der Auslöser für die Ruhe vor dem Sturm, die häufig bei Unwettern auftritt? A, eine kurze Tiefdruckwelle drückt auf unser Trommelfell. B, ein vertikales Ionengitter zerstäubt die Luftbewegung. Oder C, vom Unwetter ausgestoßene Luft fällt trocken und warm zur Erde. Okay. Ja, das weiß der Bernhard. Also,
Die Ruhe vor dem Sturm, damit ist, glaube ich, nicht wirklich Stille gemeint. Nein. Deshalb schließe ich A aus. Sondern es geht um keinen Wind. Also, dass man keinen Wind hat. Ein vertikales Ionengitter zerstäubt die Luftbewegung. Das wäre natürlich sehr lustig. Ja. Spannung und so weiter, dann da rein. Kann sein. Also vom Unwetter ausgestoßene Luft fällt trocken und warm zur Erde. Oh Gott. Was heißt das denn? Also, Regen entsteht vielleicht, weil... Ah, Moment, pass auf. Idee. Idee. Regen entsteht, weil warme Luft aufsteigt, kalt wird und dann abregnet. Vielleicht geht ein Teil der warmen Luft weiter und geht an der Seite wieder runter, weil wir jetzt Zirkulationsbewegungen haben. Und dann hätten wir rechts und links warme Luft, die von oben runterfällt, trocken und warm, weil sie sich ja in der Mitte abregnet. Und jetzt zieht genau dieses Gewitter an uns vorbei und kommt zuerst mit der trockenen und warmen Luft an uns vorbei. Mhm. Das hat er gut erklärt. Das hat er gut erklärt. Ich fand's gut. Also, nehmen wir C. Ich bin am ehesten für C. Ja. Dann drück rein. Sollen wir C nehmen? Ja, freilich. Wir nehmen C. Hm? Wir nehmen C. Hm? Aber wir haben es festgehalten und wir haben das noch mal sehr gut aufgearbeitet, das Thema. Eine Unwetterwolke entsteht, wenn heiße, feuchte Luft kontinuierlich aufsteigt und in der Höhe abkühlt. Diese strömende Luft wird oft auf der Wolkenspitze ausgespuckt und fällt dann wieder herab. Auf dem Weg nach unten verliert sie an Feuchtigkeit. Erreicht die Luft wieder die Erde, ist sie trocken und warm und sorgt dort für ein temporäres, stabiles Luftklima. Bildlich gesprochen schwebt die gefallene Luft wie ein dünner Vorhang kurz vorm wilden, feuchten Wolkenungetüm. Und das verursacht die kurze Ruhe vor dem Sturm. Muss man wirklich sagen, perfekt erklärt. Diese 1000 Euro. Bitte, bin ich auch erleichtert. Ja, sehr gut. Auch ihr habt jetzt 1000 Euro auf dem Konto. Wir haben noch drei Kategorien im Spiel. Ihr könnt jetzt das letzte Mal wählen. Fragezeichen. Was veröffentlichte Nostradamus, bevor er seine berühmten Prophezeiungen niederschrieb? A. Marmeladenrezepte. B. Kreuzworträtsel oder C. Blondinenwitze. Ich geb dir die Vorlage. Gute Idee, oder? Fragezeichen. Ja, aber komm, Blondinenwitze hat der doch nicht geschrieben. Also, ich meine, in dieser Sendung ist alles möglich, aber der hat doch keine Blondinenwitze geschrieben. Und die andere Frage ist, gab es zu Nostradamus Zeiten schon das Kreuzworträtsel? Warum nicht? Theoretisch. Wir haben am meisten gelacht bei Marmeladenrezepte. Ja. Weil man dachte, es wäre einfach schön, wenn Nostradamus Marmeladenrezepte veröffentlicht hätte. Ich glaube aber, es sind die Kreuzworträtsel. Nostradamus. Also ich meine, aber auch hier. So. Bitte. Und nochmal. Jetzt überlegen wir nochmal, wofür gab es denn zu dieser Zeit in der Nostradamus-Gedichte, wofür gab es einen Bedarf? Kreuzworträtsel veröffentlichen. Es gab ja auch keine Hör zu, zum Beispiel. Keine Bild am Sonntag. Fernsehwoche. Eine Fernsehwoche. Also wer hat denn damals gab ja auch für keine, Kunden... keinen Kugelschreiber. Richtig, man konnte noch nicht mal ausfüllen vernünftig. Also wozu? Ich meine, wofür gab es einen Markt? Weil der hat das ja nicht aus Spaß veröffentlicht, damit seine Nachbarn mal was zu grübeln und zu rätseln hatten. Weißt du, es muss ja was sein. Der hat das ja nicht aus Spaß gemacht. Er hat es doch veröffentlicht, weil er irgendwas davon haben wollte. Was hat denn Nostradamus davon, Kreuzworträtsel zu veröffentlichen? Dann bin ich dann... Weil eben den letzten Mal lag ich ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Komplett daneben. Aber wie stellst du das denn vor? Warum sollte er Kreuzworträtsel veröffentlichen? Ja, lass erst mal auswählen. Ich weiß gar nicht, worauf er hinaus will. Genau. Dass ich dann, also ich wollte mein Gefühl jetzt mal verlassen und dann auch auf Marmelade gehen, weil du meinst, es ist auch lustig, warum nicht? Nostradamus, man hat auch seinen Bart, denn die Reste noch in das Glas. Das ist die leckerste. Also, was machen wir? Wir brauchen eine Entscheidung. Er ist ja auch vielleicht auch ein wissenschaftlich denkender Mensch und hat irgendwie Kollegen mit Kreuzworträtseln vor Aufgaben gestellt. Dann stehe ich natürlich doof da. Wir nehmen Marmeladenrezepte A. A. Apfelmus, Pflaumenmus, Nostradamus.
Von dem berühmten Propheten der Französischen Revolution und des großen Brandes von London kommt jetzt sein frühes Erstlingswerk Marmeladenrezepte. Bevor Nostradamus sich seinen Gedichten widmete, dessen Vorhersagen bis ins Jahr 3797 reichen sollen, studierte er 1531 Medizin in Montpellier und arbeitete als Apotheker. Seine ersten Veröffentlichungen befassten sich mit Kosmetik und Gesundheitstipps sowie der Herstellung von Marzipan und Quittenmarmelade. Ja, jawohl. Aber guck mal. Ja, gut, das ist doch super. Bei der Fußballfrage verkackt, aber bei Marmeladenrezepte gefunden. Bei Nostradamus brilliert. Genau. Ja, ihr genau. Steht bei 1500 Euro. Sehr eine Frage haben wir gleich noch für euch. Die letzte Frage für Bernhard Matthäus. Aus welcher Kategorie? Unter der Natur oder tierisch-tierisch? Tierisch-tierisch. Tierisch-tierisch. Da war gerade nämlich ein Tier. Welche ungewöhnliche Jagdmethode haben Biologen bei Ginsterkatzen beobachtet? A. Sie hangeln sich mit ihrem Schwanz von Baum zu Baum. B. Sie reiten auf Nashörnern durch die Nacht. Oder C. Sie halten die Luft an und lauern unter Wasser. Was sind Ginsterkatzen? Ja, was sind Ginsterkatzen? Das ist die Frage. Fische. Fische, ja genau. Die Fischart am Amazonas. Das ist ja alles möglich. Die heißt aber Ginsterkatzen. Der Ginsterkatzen. Also, sie reiten auf Nashörnern durch die Nacht. Ganz ehrlich, das halte ich nicht. Das halte ich für Quatsch, oder? Ja. Sie hangen sich mit dem Schwanz von Baum zu Baum. Ich kann mir vorstellen, dass die Ginsterkatze so eine Affenart ist oder sowas. Mhm. Die Frage ist nur, ist das Hangeln von Baum zu Baum eine Jagdmethode? Ja, wenn sie auf den einen Baum nichts finden, hangeln sie zum nächsten Baum. Aber mit dem Schwanz. Dass sie sich festhalten, hängen und beim Schwingen nach was greifen. Also Vogelnester oder sowas. Also ich bin vom Gefühl am ehesten für A, kann mir aber auch C sehr gut vorstellen. Ja, dann nimm eine. Ich riskiere, ich nehme es auf meine Kappe. Ja, ja. Ich renne alleine nach vorne. Ja. Und riskiere A. A ist eingeloggt. Und wir können euch zwei Ginsterkatzen jetzt richtig. Hier zeigen. Richtig. Für alle, die nicht so ganz genau wissen, wie eine Ginsterkatze überhaupt ausschaut und wie es sich mit einer Ginsterkatze überhaupt so verhält. Die haben ja keinen Schwanz. Die haben keinen Schwanz. Doch, die haben einen Schwanz. Ja, aber mit dem kannst du nicht so, schaut hin. Von Ast zu Ast. Nein. Thomas Staas, herzlich willkommen. Hallo. Thomas kennt sich von Berufswegen mit wilden Tieren auf. Du pflegst und versorgst Tiere, die quasi von ihren Eltern verstoßen wurden, ja. Die auf andere Art und Weise nicht alleine groß werden können. Das sind zwei Ginsterkatzen, Männchen oder Weibchen? Beides. Okay, ein Pärchen. Ja. Wie alt sind die? Die sind so circa 7 Monate. Mhm. Haben die Namen? Nein, noch nicht. Ja. Mhm. Können wir noch Elton und Bernhard nennen? Zum Beispiel. Naja, aber es ist Männchen ja Männchen und Weibchen. Dann müssen das Weibchen und Bernhard. Und Bernhard. Hey, dann nennen wir Elton Bernhard. So, und jetzt kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Wenn Ginsterkatzen jetzt unterwegs sind zum Jagen, ja. Wie kommen sie dann effektiv zu ihrer Beute? Ja, tatsächlich ist es so, dass vor einigen Jahren da einige Aufnahmen getätigt worden sind von Wissenschaftlern, die dann Nashörner beobachtet hatten, die dann einen Passagier hatten auf dem Rücken. Und ja, dann wurde mal gesagt, na, das ist vielleicht Zufall oder so, aber dann wurden dann Filmaufnahmen gemacht mit versteckter Kamera oder mit Filmfallen, wo immer wieder Ginsterkatzen auf Nashörnern saßen, auf größeren Säugetieren. Und dann ist das tatsächlich so, dass die Ginsterkatzen diese großen Säugetiere als Taxi, sogenanntes Taxi, benutzen, um eben, weil diese großen Säuger Insekten aufscheuchen durch dieses Grasen oder so, dass die da die Nutzen haben und natürlich auch dann die Ektoparasiten wie Zecken und so weiter dann auch abfressen. Ja, und die können dann natürlich auch im Zweifelsfall mal von oben auf etwas draufspringen. Genau, also sie nutzen auch dieses auch als Sprungbrett in die Bäume rein und so. Also das ist eine ganz witzige Angelegenheit. Hätte man nicht gedacht. Wir haben gerade Interessantes erfahren, aber super. Wir müssen leider auch feststellen und festhalten, eure gegebene Antwort war falsch. Ja. Und die richtige Antwort ist Antwort B.
Damit sage ich erstmal vielen Dank an Thomas Stass. Wir sehen uns ja noch mal wieder. Dankeschön. Alles Gute für die beiden, für Bernhard und Elton. Und hier ändert sich im Kontostand nichts. Eine Kategorie haben wir noch. Die letzte Frage in dieser Runde, die geht an euch aus der Kategorie Wunder der Natur. Jo. Was hilft den Riesenmammutbäumen in Kalifornien, besonders groß zu werden? A. Staub aus der Wüste Gobi. B. Sporen des Riesenhalimasch. Oder C. Der besonders kalkhaltige kalifornische Boden. So. Also erstmal. Warst du schon mal da? Ja. Ich noch nicht. Ich hätte mich dann vielleicht ein bisschen mehr über die Ursachen dieses Riesenwuchses informieren sollen. Hätte aber ahnen sollen, dass ich das mal brauche eines Tages. Sehr imposant, wenn man da ja, steht. Ne? Das ist wirklich toll. Das sollte man in jedem Fall sich mal angeguckt haben. Und dann soll man sich ruhig auch mal informieren, warum die Bäume so groß sind. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich den Riesenhalimasch, es wird sich um einen großen Pilz handeln, ob ich den gesehen habe. Warum sollten da auch noch große Pilze wachsen, wenn da große Bäume wachsen? Der ist unter der Erde. Ist das so? Mhm. Es gibt doch nicht nur Riesenmammutbäume in Kalifornien, sondern es gibt auch Riesenmammutbäume in Kanada zum Beispiel. Und ich glaube, in Kanada ist der größte Pilz dieser Halimasch. Das sind die sich so riesig ausdehnen unter der Erde. Mhm. Deswegen bin ich im Moment bei B, Sporen des Riesenhalimasch. Aber nicht nur, weil das in Kalifornien halt so ist, sondern allgemein. Weil ich meine, in Kanada gibt es auch riesengroße Mammutbäume. Mhm. Ich bin für B. Das hatte mit dem Boden zu tun. Vielleicht ist der Halimasch, gibt irgendwas ab. Also besonders kalkhaltige Böden gibt es auch woanders. Ja. Das finde ich irgendwie... Das ist mir einfach auch zu langweilig. So möchte ich die Sendung nicht zumachen für unseren Teil, weißt du? Eben, zu einfach. Blöden, kalkhaltigen Boden, ja. Zu richtig wahrscheinlich, das wollen wir nicht. Wie sagt man? Am besten schließt ihr die Runde mit einer richtigen Antwort. Das wäre ein guter Plan, ja. Du hast es einfach drauf. Einfach, weil Riesenhalimasch ein super Wort ist, was man auch für Scrabble mal verwenden kann. Ja, ich finde das auch ein geiler Bandname. Heute Abend Riesenhalimasch. So eine Heavy-Metal-Band. Ja, deswegen nehmen wir das. Weil es ein guter Bandname wäre, nehmen wir B. B ist eingeloggt und... Never ever. Was hilft jetzt den Riesenmammutbäumen in Kalifornien, besonders groß zu werden? Die in der Sierra Nevada von Kalifornien wachsenden Mammutbäume gehören mit über 100 Meter Höhe zu den größten Bäumen der Welt. Aber wie schaffen es diese Riesen, so groß zu werden und die nötigen Nährstoffe zu erhalten, die im Boden so gut wie gar nicht vorkommen? Forscher der University of California in Riverside haben herausgefunden, dass die Mammutbäume von Staub aus der Wüste Gobi profitieren. Winde aus dem Westen transportieren ihn über den Pazifik, sodass er die kalifornischen Wälder mit Phosphor versorgt. Antwort A ist die richtige. B ist falsch. Damit haben wir folgenden Zwischenstand nach Abschluss der ersten Runde. Bernhard und Lothar Matthäus haben 1.000 Euro auf dem Konto. Elton und Oliver Welke 1.500 Euro auf dem Konto. Die Entscheidung bringt das erste kleine Finale. Welcher unserer beiden prominenten Gäste zieht ins Halbfinale ein? Auch heute wird ja einer unserer prominenten Gäste wieder 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Aber wer wird es sein? Wer kommt dem Gewinn ein Stück näher? Hier kommt die erste entscheidende Frage. Hier ist das erste kleine Finale. Die Kategorie, aus der die erste Masterfrage kommt, ist Sport. Cool. Ich hoffe, der Kalmon hat mal was geflutet. Kommt das hin? Okay, Sport. Das ist jetzt alles. Jetzt müsst ihr überlegen, wie viel ihr setzt. Und mit Beginn der neuen Folgen, meine Damen und Herren, haben wir auch für Sie etwas ganz Neues, die ARD-Quiz-App. Denn Sie können jetzt in unserer Sendung live mitspielen über die App, die einzelnen Runden. Und Sie können auch gewinnen. Immer den Geldbetrag, den das Siegerteam erspielt, können Sie dann auch zu Hause gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ihr habt gesetzt? Ja. Beide Teams haben gesetzt. Damit sind wir perfekt vorbereitet für die erste Masterfrage des heutigen Abends.
Welcher Fußballpokal wiegt am meisten? A. Der FIFA-WM-Pokal. B. Die deutsche Meisterschale. Oder C. Die UEFA Champions League Trophäe. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, die Zeit ist um. Ich kenne die Dinger gar nicht. Beide Teams haben sich für eine Antwort entschieden, aber jetzt schauen wir erstmal, wie viele gesetzt haben. Bernhard und Lothar haben von ihren 1.000 Euro gesetzt. Alles natürlich. Lothar, so kennen wir das. Ja? Elfner und Olli Welke haben von ihren 1.500 Euro gesetzt. 1.000 Euro. Damit haben wir eine spannende Ausgangslage. Bernhard und Lothar Matthäus haben getippt auf Antwort B. Elton und Oliver Welke haben sich entschieden für Antwort A. Was hattet ihr vorher? So, Lothar. C. Aus eigener Erfahrung. Der ist groß. C ist größer. FIFA-Pokal. Aber Material. FIFA-WM-Pokal hast du natürlich schon. Ich habe die beiden gewonnen, die gedippt worden sind. Ja. Ich bin der Meinung, die Meisterschale war schwerer. Er hat sie hochgehoben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Champions League-Trophäe gab es zu. Die gab es schon in einer anderen Form, aber die habe ich nie gewonnen. Die habe ich zweimal angeschaut dürfen, war zweimal im Finale. Ich glaube, die Champions League-Trophäe ist die leichteste von allen drei. Okay. Ich habe keine Ahnung. Die UEFA Champions League Trophäe wiegt ca. 8,5 Kilo. Oh. Toni Kroos hätte es gewusst. Ja, der hat sie schon dreimal in der Hand gehabt. Ja. 8,5, weiter. Die deutsche Meisterschale wiegt 11 Kilo. Das ist ganz schön schwer. Und der FIFA WM-Pokal wiegt ca. weniger. Was ist denn, Elton? Er hat wiegt weniger, er wiegt keine 10 Kilo. Das ist schwer. Das kann sein, der FIFA WM-Pokal wiegt ca. 6,2 Kilo. Antwort B ist richtig. Glückwunsch. Weltmeister, deutscher Meister. Und jetzt im Halbfinale, wer weiß denn sowas? Ja. Bernhard? Genau. Das ist. Da ist er wieder. Nur die nationale Olli. Schlechter Start. Ja, man muss. Ja. Olli, Oliver Welke wird wieder sagen: Da ist er wieder. Der Bayern-Dusel. Ja. Genau. Immer die Bayern. In der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit. So. Bernhard Hoecker und Dank Lothar Matthäus gewinnen 2.000 Euro. Und das heißt, mit Abschluss der ersten Runde für jeden von euch 29,85 Euro. Lothar, damit bist du der Erste, der auf unseren drei Stühlen Platz nehmen darf. Wir sehen dich gleich im Halbfinale wieder. Und ich sage Dankeschön. Und Oliver Welke, vielen Dank. Gute Zeit, vielen Dank für den Besuch. Einen schönen Sommer. Wir freuen uns natürlich heute schon auf neue Folgen der Heute Show. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Lothar, bitteschön, komm mit rüber. Kannst du jetzt erstmal entspannt zurücklehnen. Dich schon mal mental aufs Halbfinale vorbereiten. Aber erst mal schauen, wer dir noch ins Halbfinale folgt. Weil noch sind ja da neben dir zwei Plätze frei. Hartes Stück Arbeit. Ja, und jetzt kannst du ganz entspannt Runde 2 folgen. Ja, und unsere nächsten beiden Gäste sind Wolfgang Stumpf von Marile Milovic. Gleich bei Wer weiß denn sowas XXL. Horst Lichter gegen Michael Mittermeier. Und jetzt in Runde 2. Marile Milovic gegen Wolfgang Stumpf. Wir beiden.
Wir freuen uns sehr. Wollt ihr euch noch mal die Hand reichen, bevor es losgeht? Alles Gute. Ich kann keine Frau schlagen. Oh. Musst du nicht. Du musst sie mit Elfen rumschlagen. Ja. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke herzlich. So, herzlich willkommen euch. Marlene, du hast es ja gerade gesehen, bei Lothar Matthäus hat das ja mit der Premiere in einer Quizshow ganz gut geklappt. Wie ist das Gefühl gerade? Aufgeregt oder gespannt? Ah, jetzt bin ich gespannt, weil man lernt eine Menge. Also diese Nashorn-Ginsterkatzen-Geschichte werde ich, glaube ich, auf dem Sterbebett noch sagen. Wisst ihr eigentlich, dass Ginsterkatzen auf Nashorn anreihen? Ja. Es gibt viel Spannendes. Also du weißt, am Schluss entscheidest du. Ich will dich aber nicht unter Druck setzen. Das ist alles. Lieber nee, Wolfgang. Schatz, Dankeschön. Ja? Du tust dich vielleicht schwer damit, eine Frau zu besiegen, ja, aber jetzt musst du dich erstmal mit Elten rumschlagen. Ja. Hm? Nein, nein, wir sind ein gutes Team. Ja, denke ich auch. Oder? Aber also, es ist nicht anständig, gegen Frauen gewinnen zu wollen. Also, nein, aber trotzdem, es geht ja um guten Zweck. Es geht ja um guten Zweck. Ne? Ihr werdet euch jetzt sportlich fair hier gegenüberstehen. Und wir haben für euch 12 niegelnagelneue Kategorien auf unserer Wand. Die Kategorien sind Südamerika, Essen und Trinken, Zahlen bitte, Waschküche, Damals, Fragezeichen, Vögel, Einspruch, Was bin ich, Total genial, Royals und Was passiert, wenn? Die Publikumsverteilung hat sich natürlich nicht geändert. 67 Zuschauer hinter Bernhard und Marile und 56 Zuschauer hinter Elton und Wolfgang. Auch in dieser Runde 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Bring ich dir bei den Dreisatz. Danke. Hast du viel Zeit? Ja. Okay. Habt ihr euch für die erste Kategorie entschieden? Ja, wir werden Zahlen bitte nehmen. Hm. Das hat selten was mit der Kneipe, aber häufig was mit Mathematik. Ja, das ist mir klar. Wofür liegt der 2016 aufgestellte Weltrekord bei 4,73 Sekunden? A. Laufzeit von Usain Bolt auf 60 Metern. B. Tippen einer SMS mit 160 Zeichen oder C. Lösen eines Rubik-Zauberwürfels. Meine Fresse. Ja, das ist meine Fresse, Bernhard. Du hast vollkommen recht. Also das mit dem Zauberwürfel... Das können Leute. Das können Leute in der kurzen Zeit. Es auch gibt mit ja auch Füßen. Leute, ohne hinzugucken, mit den Füßen. Auch das. Hast du das schon gesehen? Stimmt das? Ja, Füßen habe ich schon gesehen. Echt? Ich glaube, die können das mittlerweile recht schnell. Usain Bolt, 60 Meter, da braucht er, glaube ich, keine 4,73 Sekunden, oder? Oder der krabbelt. Das ist doch zu lang für 60 Meter, oder? Errechnet er schon? Ich zähle gerade, wie lang 4 Sekunden sind. Okay. Tippen einer SMS mit 160 Zeichen würde zum Zeitgeist passen. Das passt, ja, ne? Das passt natürlich. Und das wäre ein Rekord, den man vielleicht 2016 dann macht. 160 Zeichen. 4,73. Das heißt, der macht pro Sekunde, wenn das 5 Sekunden sind, sagen wir 100. Das heißt, der macht pro Sekunde 30 Zeichen. Bei 160. Ich nicht. Das geht immer mal. Holy shit. Mach mal, tipp mal so schnell du kannst. Ich? Ja, 21. Das wäre das Lotte Ass. Ja, ist egal. Das kann ja reichen, wenn du. Ja, da ist ein Umlaut bei, ich muss gedrückt halten. Weißt du, ich glaube schon an der Schreibmaschine 160 Zeichen tippen in 4,73 Sekunden. Das ist echt viel. Das ist viel. Aber so ein Zauberwürfel, das ist. Ich bin vom Gefühl am ehesten bei C. Aber ich kann dir nicht. Ich bin da. Konntest du den mal, den Würfel? Ich brauchte dann für so eine Seite in einer Farbe Stündchen, zwei. Aber kann ja ganz entspannt sein. Und mehr habe ich nie geschafft. Komm, ich bin bei dir. Also ich brauchte immer 10 Sekunden. Und dann habe ich ihn weggelegt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber ist klar. Das ging nicht. Was machen wir? Komm, wir gehen auf die C, oder? No risk, no fun. Die erste Frage auf C. Ja, wir riskieren C. Wäre ja schön, wenn wir mal mit einer richtigen Antwort starten. Ne? Wäre ja auch gut für Selbstbewusstsein. Gebt eigentlich das Richtige an, ja, dann stimmt das auch. Wäre das eine Frage für euch gewesen? 4,73 Sekunden ist echt schnell. Das ist schnell, ne? Bei den Pops Open in Australien wurde 2016 ein neuer Weltrekord aufgestellt von dem Australier Felix Zambex. Trotz mehr als 43 Trillionen Kombinationsmöglichkeiten löste er den klassischen Rubik-Zauberwürfel in nur 4,73 Sekunden. Eine neue amtliche Bestzeit.
Unglaublich, aber wahr. Richtige Antwort, 500 Euro für euch. Einspruch, eurer Ehre. Eine Rechtsfrage. Mhm. Im Unterschied zur Gewährleistung ist die Garantie in Deutschland A. erst ab einem Warenwert von 50 Euro gesetzlich vorgeschrieben, B. auf maximal 10 Jahre beschränkt oder C. freiwillig und nicht gesetzlich zugesichert. Ich glaube C. Mhm. Also, erst ab einem Warenwert von 50 Euro gesetzlich vorgeschrieben. Das muss ich muss erst mal richtig verstehen. Im Unterschied zur Gewährleistung, also es gibt eine Gewährleistung und es gibt eine Garantie. Und eine Gewährleistung ist erst ab einem Warenwert von 50 Euro gesetzlich vorgeschrieben. Verstehe ich das so richtig? Oder ist die Garantie erst ab einem Warenwert? Die Garantie ist erst ab 50 Euro gesetzlich vorgeschrieben. Du, wenn ich was für 35 Euro kaufe und da ist kaputt, gehe ich hin, sage, will ich ein neues haben. Sehr gut, bin ich auch der Meinung. Auf maximal 10 Jahre beschränkt? Nein, Garantie ist, glaube ich. Du hast was für 50 Euro und kommst nach 10 Jahren und sagst, die Uhr geht nicht mehr. Ja, das heißt ja maximal, also mindestens ist es, glaube ich, 2 Jahre. Gewährleistung sind 5 Jahre. Also ein Bau. Ja, aber es geht ja um die Garantie. Das heißt, bloß im Vergleich. Und dazu bist du dann 10 Jahre für irgendwas, was du für 55 Euro kaufst. Oder für 10 oder 15. Nee, wo sind wir jetzt gerade? Bei B, oder nicht? Ja, bei B. Nein, nein. Das heißt, wenn du was kaufst, es gibt nur Garantie bis maximal 10 Jahre. Das heißt, nach dem 11. Jahr ist definitiv keine Garantie mehr. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nee. Du kannst doch als Hersteller sagen, ich mache trotzdem 15 Jahre Garantie. Ich bin für C. Die Gewährleistung, ist es eine Gewährleistung? Ist es freiwillig? Ja, ja. Und ist es nicht gesetzlich zugesichert? Also du bist der Captain, aber wie sieht es denn hier aus? Wir können gerne das Publikum fragen, aber das müsstet ihr mir dann erst ansagen. Gib mir 10 Sekunden. Ja. Eins. Das ist zweimal der Würfel. Genau, der ist schon zweimal. Theoretisch. Machst du jetzt einen Powernap oder überlegst du? Nee, ich überlege. Ohne Scheiß, ist eine Garantie ist nicht gesetzlich zugesichert. Das ist eine freiwillige Geschichte vom Handel. Nee, ich bin für B. So, Elton, du musst jetzt entscheiden. Also entweder du machst jetzt Publikum alleine oder, B. oder wir oder fragen das Publikum. Wir nehmen C. Aha, stark. Ich glaube, Garantie ist freiwillig vom Händler. Der kann sagen, ich gebe Ihnen da Garantie drauf. Ja, es ist nicht gesetzlich. Ja. Offensichtlich habt ihr da ein sehr sach- und fachverständiges Publikum hinter euch. Ja, ist gesetzlich. Hier ist gerade ein großes Versicherungstreffen in Hamburg. Ja, C ist richtig. Mit der Gewährleistung steht der Verkäufer dafür ein, dass die Ware zum Kaufzeitpunkt frei von Mängeln ist. Bei Neuware können Mängel laut § 438 BGB innerhalb von 2 Jahren reklamiert werden. Die Garantie ist eine frei gestaltbare Dienstleistung des Herstellers gegenüber dem Kunden. Eine Garantie kann die Gewährleistung in keinem Fall verringern oder ersetzen. Denn während sie ein freiwilliges Herstellerangebot bleibt, ist die Gewährleistung des Verkäufers gesetzlich vorgegeben. Komplexe Fragestellung und komplexe Antwortmöglichkeiten. Antwort C, richtig. Die ersten 500 Euro auf der Elfen Wolfgang Stumpf. So. Was machen wir denn? Ist mir egal, aber ich sehe... Machen wir was, was wir beide nicht können? Ganz Waschküche? Kurz, stand da eben auch schon Waschküche? Ja. Echt? Das, ja. Die sehe ich gerade zum ersten Mal. Wir nehmen die Waschküche. Ja. Auch wenn ich als Rheinländer... Das ist ein schweres Wort. Ihr beide. Ja, hättest du vorne hinten SCH geschrieben, ne? Waschküche. Warum ist ein Colorwaschmittel nicht für die Kochwäsche geeignet? So. A, weil die enthaltenen Enzyme zerstört werden. Aha. B, weil die Tenside ihre Fähigkeit zu schäumen verlieren. Aha. Oder C, weil enthaltene Weichspüler ihren Effekt umkehren. Es gibt ja Colorwaschmittel, nicht? Da steht dann drauf, auch bei 100 Grad oder so. Oder vertue ich mich jetzt gerade? Oder? Nein? Ja, was du jetzt machst, ist eine gute Strategie, die Frage mal grundsätzlich in Frage stellen. Genau. Das finde ich schlecht gut. Recherchiert. Wir lehnen das jetzt erstmal ab, Herr Pflaume. Okay. Also Tenside, das kann es nicht sein. Das ist ja auch bei Nicht-Buntwäsche.
wir sind ja Tenside drin, in normal, ja. Die werden nicht zerstört bei 100 Grad. Also meine Handtücher wasche ich bei 100 Grad ab und zu mal. Ja. Ne? Und das ist dem Tenside an sich egal. Gut. Gut. Weil enthaltener Weichspüler ihren Effekt umkehren. Das heißt dann ein Hartspüler. Ja, aber was hat denn Weichspüler in einem Kollerwaschmittel verloren, bitte? Wie, dann tue ich möchte das Weichspülen, dann kaufe ich mir einen Weichspüler. Dann kommt der Weichspüler in die Weichspüler. Genau, das ist völlig anderes. Und ja. Umkehren hieß, ich tue einen Pulli rein und kriege eine Ritterrüstung raus. So, so. Das wäre die Umkehr. Meinst du wirklich, dass Sie die Frage, was, wie färbt denn ein Kollerwaschmittel die Wäsche? Es schont, es färbt die ja nicht. Ja, genau. Richtig. Also wie, ja, es färbt sie nicht. Nein, aber es schont die Farben. Es schont die Farben durch die Enzyme. Sollen wir A sagen? Weil das ist das, was übrig bleibt die ganze Zeit. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, oder? Soll ich das jetzt mal machen? Mach mal. Pass auf, ich zeig dir, wie das geht. Wir nehmen A. Danke, danke, Großer. Ach, toll, Mann. Keine Seite, Erleichterung hinter wenn uns. Wenn der Kerl bei sich hat, ist es ja immer leichter. Und dann auch noch so einen Schlauen, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, das sehen wir nachher. Das werden wir sehen. Durch moderne Waschmaschinen und Waschmittel sind Kochwäschen nur noch in Ausnahmefällen notwendig. Wer jedoch bei starker Verschmutzung zu diesem Mittel greifen möchte, sollte unbedingt ein Vollwaschmittel verwenden, meist durch den Zusatz 95 Grad gekennzeichnet. Kolorwaschmittel sind nicht geeignet, denn sie enthalten viele Enzyme, um Fette, Eiweiße und Stärke zu spalten. Diese Enzyme sind allerdings hitzeempfindlich und werden bei Temperaturen über 60 Grad zerstört. Richtige Antwort! Ja! Die zweite richtige Antwort. Und dann steht ihr bei 1000 Euro. Danke! Wir geben alles! Sehr gut! So, tief durchgeatmet. Ein Blick auf die Wand. Wir haben uns geeinigt. Total genial! Ja. Ah. Für wen kann im Sommer eine Farbrolle von Nutzen sein? A. Wanderer, die die Orientierung verloren hat. Lustig. Wanderer, der die Orientierung verloren hat. B. Strandbesucher, der allein unterwegs ist. Oder C. Camper, dessen Zelt undicht ist. Hä? Weißt du, was ich gedacht? Also, Wanderer, der die Orientierung verloren hat, mit einer Farbrolle. Hätte er ja vorher kennzeichnen müssen alles, ne? Damit er ja, hier, ich bin hier, Weg, gegangen, ja. Ich bin hier, da muss er auch ein Farbeimer dabei haben. Ja. Oder so ein Roller, weißt du, so ein, wo Farbe drin ist, dass er einfach am Baum einen Strich machen kann. Ja, aber ich meine, ich glaube, die meinen wirklich nur die leere Farbrolle ohne Farbe irgendwo. So, Strandbesucher, der allein unterwegs ist. Was soll er rollen? Den Sand weg vom Rücken zum Beispiel. Also Wanderer, der die Orientierung verloren hat, wie gesagt, was will er, dann hätte er die Farbrolle. Allein unterwegs, da geht der Sand nie runter. Da kommt er überall hin und ja, ich würde auch, ne? Würd auch sagen, der kann den, den wenn Sand... Wenn der Zelt da wird undicht. Undicht. Kann... Wenn es nass ist, das... Ja, kann natürlich sein, wenn das tatsächlich irgendwie nass ist, dass der mit der Rolle das so glatt drücken kann, dass vielleicht doch wieder zwei Teile da überstreifen. Ich bin aber irgendwie für Strandbesucher, der hat sich in den Sand gelegt, der nimmt das Ding und kann da mit dem Farbroller den Sand... Macht ist für mich ein Creme auf dem Rücken. Ja. Da Creme drauf. Das wäre für Sonnencreme jetzt immer nehmen. Ich komme nicht ganz rum, in die eine Ecke ist immer... B ist so logisch eigentlich, wie du es erklärt hast. Ne? Da ist da wieder was. Ja, manchmal ist es hier auch logisch. Ja? Dann nehmen wir B. Dann bin ich überzeugt. Wir nehmen B. Ihr sagt, man nimmt den Farbroller, da kriegt man auch den Sand von den Rücken. Oder du auch von den Füßen, Elton. Für ein ausgiebiges Sonnenbad ist ein guter Sonnenschutz unverzichtbar. Doch wer allein unterwegs ist, für den ist es schwierig, seinen Rücken komplett einzucremen. Für solche Fälle sollte man eine Farbrolle einpacken. Natürlich mit entsprechend langem Stiel. Wenn nur noch die schwer zugänglichen Körperstellen Sonnencreme benötigen, dann gibt man diese einfach auf die Rolle und streicht damit über den Rücken. Somit kann man sich ruhigen Gewissens auch mal auf den Bauch drehen. Man kriegt bestimmt auch den Sand weg. Ja, natürlich. So, auch hier steht bei 1000 Euro. Das haben wir gewusst. Vielen Dank. So, das machen wir jetzt. Wir nehmen 250 und ihr 250. Ich finde das nur gerecht. Machen wir jetzt schön im Gleichschritt weiter. Bis bei beiden Teams 3000 Euro.
Nächste Kategorie. Heiland, was nehmen wir denn? Hase? Was passiert, wenn? Das ist, mag ich. Ich mag, wenn es knallt, wenn es kracht, wenn es blitzt und donnert. Ah ja, komm, lass laufen. Das ist gut. Ja, habe ich bisher alles falsch gehabt. Schön zu wissen. Okay. Was passiert, wenn eine handelsübliche leere Getränkedose in einen Ring aus Elektromagneten gesteckt wird? Boah. A. Sie zerreißt in der Mitte und wird auseinander gesprengt. B. Sie schrumpft zu einer Mini-Getränkedose. Oder C. Aus der Trinköffnung entweichen Blitze. Das ist ja geil. Danke, also, ich werde es weitergeben. Sie zerreißt in der Mitte und wird auseinander gesprengt. Sie ist aber in einem Ring drin. Ja, ja. In einem Ring, aus dem heraus eine Kraft auf sie einwirkt. Genau, nämlich magnetische Kraft. So, jetzt sie zerreißt in der Mitte und wird auseinandergesprengt. Puh. Da ist die Idee, dass das von allen Seiten angezogen wird. Ja. So, das ist die Idee. Das wäre die Umkehrform B. Umgekehrt, sie schrumpft aber zu einer Mini-Getränkedose. Ein Magnet in Kreisform. Finde ich jetzt merkwürdig vorzustellen. Man kennt ja früher diese Hündchen, die sich immer gegenseitig abgestoßen oder mit Hast du schon mal ein Dynamo aufgemacht? Nein. Da ist ein Magnet in Kreisform drin. Und? Was warst du schon mal im MRT? Nee. Das ist ein riesiger Magnet. Doch, dann war ich letztens. Stimmt ja. Ja, genau. Ja, dann war das war ein aber ich habe mich nicht zerrissen. Ich bin noch nicht geschrumpft. Richtig, du bist auch keine Cola-Dose. Stimmt, das ist ein schönes Argument. Ich bin keine Cola-Dose. Aus der Trinköffnung entweichen Blitze. Nee. Kann auch sein, oder? Ja, natürlich kann das sein, aber Strohsack. Das ist jetzt ja wirklich knifflig. Wollt ihr euch denn selber entscheiden oder ist dann einen der Physikstudenten hinter euch weitergeben? Sag mal gucken, wie schlau die sind. Sag was. Bei Startmann, jetzt sag doch was. Ich bin A, schmeiß ich auch raus im Geiste. Ja? C, ich. Dann bleibt dir nur noch B übrig. Komm, Alter, nur am Rest noch fun. Oder sollen wir fragen? Mein Bauch sagt Fragen, komischerweise. Wir fragen das Publikum. Ihr fragt das Publikum. Also, weil wir uns nicht sicher sind. So. Und jetzt möchte ich, dass ein schlauer Mensch aufsteht. Oh. Sehr gut. So. Ich würde so, ohne es zu wissen, einmal würde ich sagen, Physik-Leistungskurs, vielleicht gerade in der Schule. Also er stand sofort auf und du hast eine Sekunde zu lange überlegt. Hm? Deshalb würden wir den Kollegen hier vorne nehmen. Okay, dann schauen wir mal, was ihn zu dieser Überzeugung gebracht hat, dass er das richtig beantworten kann. Grüß dich. Wie heißt du? Ich bin der Artem. Artem. Genau, A-R-T-E-M. Okay, Artem, wo kommst du her? Aus Bremen. Okay, Artem, dann bin ich gespannt, was du jetzt dazu zu sagen hast. Naja, wenn man so ein Metall in ein Magnetfeld bewegt, dann wird ein Strom induziert und es baut sich ein Potenzial auf. Und dieses Potenzial wird sich dann entladen, indem halt ja, ein Blitz wahrscheinlich kommt. Okay. Das ist meine Vermutung. Und das heißt, du bist dann für Antwort C. C. Was hättest du gesagt? Aha. Und Aluminium ist nicht magnetisch, dementsprechend wird da nichts anziehen oder zusammenschrumpfen. Okay, also die beiden Publikumsjoker wären beide für C gewesen. Artem, wir haben das festgehalten. Bin ich ja sehr froh, und wir werden es jetzt sofort in einem Versuch demonstrieren und werden uns anschauen, was passiert. Markus Weber von den Physikanten. Wir haben da mal was vorbereitet. Oh, das sieht sehr hochwissenschaftlich aus. Super, ne? So, danke schön. Vielen Dank auch an unsere Bühnencrew. Danke schön. Natürlich brauchen wir auch noch etwas Strom, um hier ein Magnetfeld erzeugen zu können. Markus, grüß dich. Eine handelsübliche Getränkedose. So. Nur insofern von uns ein bisschen Show präpariert, dass keine Marke mehr erkennbar ist. Nee, absolut nicht. So. Die Farbe habt ihr gelassen. Genau, ich fange schon mal an, diese Kondensatoren darin aufzuladen. So, also diese schwarzen Zylinder hier drin, das sind Kondensatoren, da speichern wir elektrische Ladung. Ich lade die jetzt mit 3000 Volt auf. Oh, wo darf ich dann nicht mehr anfassen?
Also wenn du jetzt zum Beispiel da anfasst und ich drücke im falschen Moment da drauf, dann leuchtet deine Hand ganz kurz, ja, und dann kommt hier Blaulicht und also das, dann okay. bist du wahrscheinlich tot. Also das ist richtig gefährlich. Okay. So, also lieber nicht. Dann mach ich den Cartoons, wo man kurz die Knochen sehen kann. Genau. machen. Ja, die sind dann auch hinterher übrig, glaube ich. Ja. So, dann mache ich das heute mal nicht. Genau. So, ich sehe gerade, die Kondensatoren sind tatsächlich schon voll. Ach genau, jetzt sollte ich die Dose noch reinstecken. Ja, genau, jetzt muss ich. Ich halte das Ding gleichzeitig in der Hand. Das so, hätte ich eigentlich vorher machen sollen, aber geht auch so. Sehr schön. Genau. Die werden dann schlagartig entladen, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Und der ganze Strom geht dann durch die Spule, die sich im Inneren dieses Kunststoffteils befindet. Genau, jetzt verraten wir noch nicht, was dann passiert, weil das wollen wir ja zeigen. So, ich schaue gerade eben, ob das auch schön auf Lothar aus... Lothar, mach dir keine Sorgen. Ja. So, dass hier keiner was abkriegt. Ich habe mir schon die ganze Zeit... Ohne Witz ist... er traut mir nicht, er traut mir nicht. Na gut. So, Achtung. So, und 3, 2, 1. Wow! Yes! Das ging ganz schön schnell. Ja. Wir können das hier. Guck mal. Aber es hat auch geblitzt. Es hat auch geblitzt. Es ist definitiv nicht geschrumpft. Genau. Was ist passiert? Ja, also tatsächlich wird. Also wenn der Strom hier durchfließt, haben wir erstmal einen sehr, sehr starken Strom, 10.000 Ampere. Dadurch entsteht ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Und es wird dann auch, das war richtig, in der Dose ein Strom induziert. Das ist das Erste, was passiert. Es wird ein Strom induziert, deshalb wird es da sehr, sehr heiß drin. Aber dann sorgt dieses Magnetfeld auch noch dafür, dass die Dose auseinandergerissen wird. Denn das Magnetfeld hat eine Wirkung auf den Strom hier drin. Und dann haben wir die Lorentzkraft, die Dose wird auseinandergezogen. Ach, ja. Also... Antwort A ist die richtige Antwort. Schade. Atem. Ja. Markus, vielen Dank für dieses spannende Experiment. Dankeschön. Wir sehen uns natürlich auf jeden Fall noch mal wieder. Sehr spannend. Es bleibt bei 1.000 Euro. Es hat auch geblitzt. Ihr wählt die nächste Kategorie. Ja, es wird trinken. Wer in flüssigem Stickstoff frittierte Snack-Käsebällchen isst. Warum sollte ich das tun? A. Hat den Geschmack von süßem Popcorn auf der Zunge. B. Schnaubt Rauch durch die Nase wie ein Drache. Oder C. Erzeugt kein Kaugeräusch beim Essen. Boah. Also, schnaubt Rauch durch die Nase wie ein Drache? Nein. Nein. Also, wenn, dann warum nur durch die Nase? Weil, okay, das ist alles verbunden, aber dann müsste dich. Das schließe ich aus. Hat den Geschmack von süßem Popcorn auf der Zunge. Suggeriert, dass der Stickstoff geschmacksmäßig die Käsebällchen umpolt. Das heißt, die sind nicht mehr so käsemäßig, sondern halt, also nicht mehr so würzig, sondern süß. Ich glaube tatsächlich, dass, warum auch immer... Kannst du dich bei dem Wort Käsebällchen überhaupt noch konzentrieren? Ja, ich bin doch... deswegen... Es läuft mir gerade schon komplett der die Antwort, Speichel... Du weißt die Antwort. Ja, aber ich kann zum Beispiel du nur... Auf der du sagst Seite. Mal gar nichts. Nein, nein. Nein. Ich sag nur eins, wenn du die Nase zuhältst und die Augen und du beißt in eine rohe Kartoffel und in einen Apfel, schmeckt beides identisch. Ja, das stimmt. Ja, musst du mal probieren. Eine Kartoffel und ein Apfel identisch, kannst du keinen Unterschied mehr schmecken. Das meine ich auch. Also, das ist so eine Veränderung. Du sitzt ja jetzt auf dieser Seite. Das ist ja vielleicht das Material. Ja, genau. Und wenn du jetzt diesem Team da drüben hilfst, dann könnte sich das ja negativ auf den Gewinn dieses Publikums auswirken. Dann müsstest du einen möglichen in Gang nehmen Gewinn eventuell privat ausgleichen. Auch ohne Publikum, wenn wir so etwas probieren. Also, wir können gleich über alles reden, wenn die eingeloggt haben. Ihr habt ja noch einen Publikumsjoker. Nee, wir nehmen C. Ah, ja. Auf einmal. Ja. Gut. Hättest du das auch genommen? Nein. Nein? Was hättest du genommen? Soll ich sagen? Ja, sag mal, was hättest du genommen? Ja, weil ich habe es schon ausprobiert. Man schnaubt, der raucht durch die Nase wie ein Drache. Du tust hier rein, das ist ja richtig böse kalt, machst Mund zu und dann kommt... Wieso hast du das?
Ihr könnt schon mal sagen, aber es kann voll... ja auch mit einem anderen Ding passieren, nicht unbedingt Käse. Er schnaubt Rauch. Ob ja. Das jetzt ein Käseknüppelchen ist oder ein Äpfelchen, das ist egal. Das nebelt raus. Dann sehen wir ja gleich Bilder. Wahrscheinlich hat es keine Kaugeräusche. Wahnsinn. So, Markus ist heute hier voll im Stress, schon wieder im Einsatz. Ja, das gerne. Nächste Experiment. Ja, aber immer gerne da. Genau, können wir mal direkt reinkippen, ne? Dann gib mir noch ein! Ja, zu spät. Ach komm. So, pass auf, ihr kommt mal einmal. Markus, geh mal auf diese Seite, genau. Warum hat der Benner die Brille auf? Das macht mir Angst. Weil ich sie mir sicherheitshalber behalten habe. So, jetzt erzähl mal. Ja, wir haben hier flüssigen Stickstoff, minus 196 Grad kalt. Für Nicht-Physiker gibt es da auch einen Fachbegriff für arschkalt. Und deshalb haben diese Bällchen jetzt auch die Temperatur von minus 196 Grad kalt. Die sind aber sehr leicht, deshalb kann da im Mund eigentlich nichts passieren. Wer will anfangen? Wer möchte denn mal? Ja, ich natürlich. Okay, so. Nicht an die Lippen kriegen, einfach Mund auf. So, und jetzt? Ja, ja, alles klar. Wunderbar! Alles gut? Ja. Ja. Und führt nicht den Mund. Nee. Aber ich höre auch keine Kaugeräusche. Ja, doch. Möchtest du auch mal probieren wollen? Ja, gib her. Ja, komm. So. Tut das weh? Nein. Mal zeigen, wir das erlebt meine Frau das erste Mal, dass ich super, ich bin richtig sauer auf jemanden so ne, und will das dann mal darstellen. Guck mal, wir zeigen es mal dem Publikum da drüben auch. Ja, wunderbar. Komm, ja. Wie schmeckt das? Ja, du darfst auch mal. Nicht an die Lippe. Man schmeckt immer noch was. Ich hab da total Angst. Frauen können das auch. Ich hab da richtig Schiss vor. Das ist kalt. Komm, Bernhard, trau dich, nimm's mit den Fingern raus. Schöne Idee. Nicht auf die Pinzette beißen. Ja, die Pinzette ist auch kalt. Mund zu, dann kommt's aus der Nase. Ja, schön. Sehr schön. Super. Wunderbar. Ja. Aber, also. Halt gar nicht schlecht, ne? Aber steckt natürlich auch noch was dahinter, ne? Kann man machen. Ja. Kann man aber auch lassen. Ja, man muss es aber nicht. Nee. Ja. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, was man wissen ja, muss? Ja, klar. Also damit wird natürlich unser Atem im Mund abgekühlt. Nicht? Der besteht aus allem Möglichen, aber natürlich auch aus viel Luftfeuchtigkeit. Und die kondensiert dann und dann entstehen kleine Tröpfchen. Und das ist dann der Nebel. Du hast gewusst. Toll. Mhm. Dankeschön. Ja. So, Markus, die anderen sind für dich. Dankeschön. Bis gleich. Antwort war falsch, die ihr gegeben habt. Bleibt bei 1000 Euro. So, Gleichstand nach wie vor. Wir haben aber noch einige Kategorien in dieser Runde zu spielen. Wem geht's weiter? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich nach was denn? Ich fühle mich nach damals oder was bin ich? Können wir machen, was mit dem Schweindall, das, was bin ich, ja? Ja, was bin ich? Das ist aber nicht ein Beruf, das ist ein Wort. Ach so, okay. Was bin ich? In diesem Falle geht es um den Eisfinger. Bei einem Eisfinger handelt es sich um A. eine Seegurke, die bei Gefahr durchsichtig wird. B. einen Eisstalaktiten, der unter Wasser entsteht. Oder C. einen arktischen Fisch, der über Winter einfriert. So, und jetzt klingelt bei mir irgendetwas aus einer Doku. Weiter. Die Unterwassergeschichte. Das ist sowohl der Fisch. Nee, entschuldige bitte. Als auch die Seegurke. Also nein, auch der Stalaktit. Ja. Nee, ich weiß, du hast völlig recht. Bei den Eisstalaktiten. Also Titen sind ja, das kann man sich ja merken, die von oben nach unten. Wie bei der Kuh. Ja, so, wie bei der Kuh. Und irgendwas habe ich gesehen in dem Zusammenhang mit diesen Eisfingern in der Antarktis. Oder bin ich jetzt daneben? Denk mal du laut bitte, für einen Augenblick. Ich bin für B. Die Seegurke ist auch... Ja, wenn das da bei dir klingelt und aber bei mir macht... Aber das ist nicht laut, bei, ja, das ist ein Klingeling. Nee, ja, mal bei das. Mir ist es ein Mörb. Also ich habe gar keine... Also, Traust du mir das zu? Ich traue dir das zu. Würdest du B bei mit ich mir teilen? Ich würde B mit dir teilen. Ich war lustigerweise, dachte ich erst, umgekehrt geht gar nicht. Wahnsinn. Aber von oben nach unten nach oben, kann nach ich mir vorstellen. Unten, unter der ja. Eisdecke sind, kommen die oben so runter. Ja, wir nehmen B. Ich mache das jetzt. Wir nehmen B. ich finde es gut. Ich habe... Guck mal, Elton, wenn du die Frage gekriegt hättest, hätte ich gesagt, bei einem Flutschfinger handelt es sich um. Sehr lecker. Wenn mehr Wasser an der Oberfläche gefriert, wird das enthaltene Salz von den Wasserkristallen abgesondert. Es bildet eine hochkonzentrierte Salzsohle, die sich in kleinsten Zwischenräumen im Eis anreichert.
Kommt es zu Rissen im Eis, fließt die Sohle in das Meerwasser und sinkt aufgrund ihres hohen Salzgehaltes ab. Da die Sohle weit unter 0 Grad kalt ist, lässt sie das Meerwasser schlagartig gefrieren. Um den Sohlefluss bildet sich ein röhrenförmiger Eisfinger. Dieser kann bis zum Meeresboden wachsen und lässt dort alles zu Eis erstarren. Ja. Noch nie gesehen. Da sieht man es wieder. Fernsehen macht schlau. Fernsehen bildet. Ja. Diese wirklich tollen, wertvollen öffentlich-rechtlichen Dokumentationen. Das war ganz sicher eine öffentlich-rechtliche Ding. So was läuft nicht bei den Privaten im Leben. Nein, das glaube ich auch. Nee, aber ich wusste nicht, warum die darunter wachsen, aber ich erinnerte mich, dass das... Das haben wir ja jetzt gerade noch erklärt. Kannst du es wiederholen? Nee, ja. Warum? Aber du kannst dir ja diese kleinen Filmchen, die wir zur Auflösung haben, dann hinterher auch nochmal online auf unserer Website anschauen oder auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel. Das mache ich sicher. Ich bin nicht bei Facebook. Ah. Dann schicke ich sie dir privat. Bitte, sei so lieb. Ja, mache ich gerne. Hab so, ihr steht bei 1.500 Euro. Ich komme jetzt irgendwo drauf mit Eisfinger. Genau. Damals. Was stellte die britische Firma Peel in den 1960er Jahren auf der Isle of Man her? A, den weltweit meistverkauften Kassettenrekorder. B, die ersten Miniröcke oder C, das kleinste Serienauto der Welt? Schön, dass wir das gewählt haben. Ja. Bei damals komme ich auf Bärbel Wachholz. Die hat das damals gesungen. Das ist auch keine gute Publikumsfrage. Also der Minirock. Weißt du, mit der Firma was anzufangen? Peel, ne? Peel? Nee. Also, aber auf jeden Fall, der erste Minirock kam, glaube ich, tatsächlich, aber aus England. Wie hieß denn diese Twiggy? Nee, war das Twiggy? Irgendeine lief doch da dann immer rum, anfangen mit den Miniröcken. Das war in den 60ern. Den weltweit meistverkauften könnte auch jemand dabei sein. Kassettenrek kann sein, dass es... Ja, aber eine britische Firma war das, also selbst in den 60ern waren das nicht, wenn auch die Japaner, die irgendwie Kassettenrekorder verkauft haben. Also ich kann mich nicht, mein Vater war damals immer sehr technisch, der hat alles immer gekauft. Ja, ob der irgendwas von Peel in seinem, das war kein Kassettenrekorder von Peel, das wenn... Also auf der Leipziger Messe war es nicht. Oder Deutschland war auch kein mit Telefunken und so, ich glaube nicht, dass die Briten da, also A schließt sich aus. Also ich bin zwischen B und C. Ich weiß es aber nicht. Ich tendiere sogar zu C. Du tendierst zu C. Aber ich tendiere in erster Linie zur Zuschauerfrage. Ja. Ich weiß aber die Antwort. Ohne Dann weiß ich es auch. Er hat das Sagen. Ich würde es gerne riskieren. Er wird es riskieren und mich überstimmen. Und zwar B. B. Siehst du, die Fachleute sagen nein. Wenn du es weißt, ist es auch schon, ne? Ja. Ja, der Horst, der ist Autoexperte. Das wird wahrscheinlich C gewesen sein jetzt. Aber gut. Ja. Du hast wahrscheinlich immer gedacht, der Trabi ist das kleinste Serienauto der Welt. Aber manchmal wird man eines Besseren belehrt. Auf der Isle of Man wurde in den 1960er Jahren der Peel P50 hergestellt. Er besaß keinen Rückwärtsgang, konnte aber aufgrund seines geringen Gewichts von nur 59 Kilo von seinem Besitzer mit Muskelkraft manövriert werden. Mit einer Länge von 1,37 Meter und einer Höhe von nur 1,20 war der P50 hauptsächlich für den Einsatz im Stadtverkehr gedacht. Seine Maße machen ihn bis heute zum kleinsten in Serie gefertigten Auto der Welt. Oh. Ja. C ist die richtige Antwort. Ich mache einen kleinen Stahl. Der wird ja heute wieder gebaut. Hast du schon mal einen drin gesessen? Du bist ja ein großer Auto. Ja, ich habe schon mal drin gesessen und ich bin auch schon mal damit ein bisschen gefahren. Ist aber sehr gefährlich. Ist wirklich gefährlich. Da kann schon umkippen? Ja, kannst du umkippen. Aber die Engländer haben sowieso die kuriosesten Autos der Welt gebaut. Ein Rad vorne, zwei hinten zum Beispiel. Sensationell. Jede Kurve liegst du mit dem Ding auf der Seite, musst wieder hinstellen. Ist toll. Aber mal, ne? Wenn es Spaß macht. Ja, eben. Genau. Also es bleibt erstmal bei eurem bisherigen Kontostand von 1.000 Euro. Ihr könntet euch jetzt ein Stück absetzen. Wollen wir mal Vögel nehmen? Vögel oder Fragezeichen? Wir nehmen Fragezeichen, da müssen wir uns nicht entscheiden. Schreibt sich ja beides mit V, ne? Ja, wir nehmen das Fragezeichen mit V. Fragezeichen.
das Oh-mein-Gott-Teilchen. Klingelt's, Bernhard? Ja, ja, das ist immer so in der Physik, glaube ich. Hm? A, haben die kommt im Orgelbau zum Einsatz. Nee, nee, nee. B, wurde 1991 über dem US-Bundesstaat Utah beobachtet. Ja, oder glaub, C, erhielt eine Auszeichnung vom Internationalen Konditorenverband. Es ist irgendwas Physikalisches, Astronomisches. Und das ist etwas, was die... Oh ja, ich hätte ja so gespannt zu. Oh mein Gott, tell me. Pass auf, ich kann dir sogar sagen, welches Bild wir gleich sehen. Ich glaube, wir sehen gleich eine weiße Lochkarte mit Löchern, auf denen steht Oh my God. Weil man hat ins All hinein gehört und hat etwas gehört. Und das ist ein Teilchen, ne? Ich rede gerade totalen Bullshit. Hört sich super schön an, mach weiter. Doch, das ist Physik, es hat was mit Physik zu tun. Die haben irgendwas gefunden. Nee, das andere war eine Nachricht von Außerirdischen. Also, wie ist das bei dir? Wenn, dachte man. Macht dich das eher an, wenn jemand so viel weiß, oder stößt dich das ab? Das macht mich sehr an. Ja? Mhm. Okay, dann will ich euch nicht unterbrechen. Danke. Stör uns jetzt hier nicht. Nein, das ist ein Teilchen. Ich habe das jetzt verwechselt mit einem anderen Ding. Aber das, was jetzt bei dir klingelte, hatte eben halt... Das war so, können wir uns dann vielleicht relativ schnell... Also der Konditor ist raus und die Orgel auch. Die auch. Wir nehmen schon mal B und ich denke weiter. Wir zeigen in der Zwischenzeit mal den Film. Ja? So, und wenn das jetzt eine Orgel ist, dann werde ich wahnsinnig. Ich auch. Aber es ist ein Teilchen, was die gefunden haben, meine ich. 1991 wurde über Utah ein hochenergetisches Teilchen der kosmischen Strahlung entdeckt. Es hatte 40 Millionen Mal mehr Energie als das energiereichste in einem Teilchenbeschleuniger beschleunigte Proton und erreichte beinahe Lichtgeschwindigkeit. Würde es mit einem Lichtteilchen um die Wette reisen, würde es unglaubliche 215.000 Jahre dauern, bis es nur 1 Zentimeter Rückstand hätte. Diese Energiemenge schockierte Astrophysiker so sehr, dass sie ihm daraufhin den Namen Oh my God Teilchen gaben. Ja, der Bauch stimmt dann. Sehr cool. Das andere war... Ja, ja. Marlene, du musst ihn jetzt loben. Habe ich die ganze Zeit. Ich habe jetzt gegrölt. Dass Bernhard mag es sehr, gestreichelt zu werden. Nein, das völlig. Es ist ja. Wir haben Glück. Sollen wir mal kurz vor die Tür? Nein, das ist okay. Wir haben Glück gehabt. Das hätte auch was völlig anderes sein können. Hätte es ja, aber es war es nicht. Ja. So. Ihr habt Glück gehabt und das Publikum hinter euch auch, denn ihr steht jetzt bei 2.000 Euro. Royals, Royals, Royals. Macht euch schon mal bereit jetzt. So, gut, jetzt gute Stimmung, merke ich gerade. Womit möchte Prinz Charles die Ausbreitung der Grauhörnchen im Vereinten Königreich eindämmen? Erschießen. A. Kochbuch mit Eichhörnchenrezepten. B. Gründung der königlichen Jagdgesellschaft Masters of Squirrels. Oder C. Nuss-Nougat-Cremes mit Verhütungsmittel. Der hat ja immer putzige Einfälle und Gags, wo die Leute erheitert, selbst also, auf Weltreisen. Das kann nur C sein. Ja, so also verrückt. Sagen wir mal so, wir haben ja noch das Publikum. Also Kochbuch für Eichhörnchenrezepte, mal ganz im Ernst, ja klar, wahrscheinlich schmecken die sogar ganz gut. Oh, nee. Aber... So, Gründung der königlichen Jagdgesellschaft, der ist total tierlieb, der mag Tiere total gerne. Klar ist es vielleicht eine Plage, die Grauhörnchen, aber eine Jagdgesellschaft zu gründen, die diese Dinge abschießt. Jay tendiert eher zu ihm. Aber wir nehmen ja eh das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Ja. Gut. Hauptsache, wir haben sie nicht beeinflusst, sondern es weiß jemand. Körperspannung. So, jetzt seid ihr dran. Ihr sitzt im Licht. Guck mal. Wer von euch ist Engländer? Ist doch was für die breite Masse. Der im T-Shirt ist sehr schnell aufgestanden. Der im Hemd ein bisschen später. Geschenkt. Entschuldige. Grüß dich, also? Andreas. Andreas. Was arbeitest du, Andreas? Ich bin LKW-Fahrer. Was würdest du denn jetzt sagen? Ich würde auf B tippen. Wissen tue ich es auch nicht, wie die meisten hier. Weil Nuss-Nougat-Creme mit Verhütungsmittel, ich weiß nicht, essen die Eichhörnchen Nuss-Nougat-Creme? Keine Ahnung. Ich habe noch nie eins gesehen. Nee? Nee. Die essen vielleicht Nüsse, aber keine.
Also du glaubst, das ist der Spaß hinter der Antwort, wegen den Nüssen? Ja, man, hier ist ja alles möglich. Ja, ja, das haben wir heute schon erlebt. Ja. So, also, was machen wir? Ja, wir nehmen einfach B. Fertig. Wir müssen weg. Gut. Irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Ja. Wer es falsch sein kann, hat ja nicht. Nee, das stimmt. Ja, wir schauen. Was hätte er gesagt? Auf. Genau, C. Ja. Ich auch. Ja, jetzt zu spät. Tönt nicht da vorne, weil ihr habt es ans Publikum gegeben. Wir gucken jetzt auf die Lösung. Er muss ja nicht selber schießen, er rüttet ja nur den Verein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erreichten amerikanische Grauhörnchen Großbritannien per Schiff. Sie breiteten sich massenhaft aus und verdrängten die heimischen Eichhörnchen. Um dem entgegenzuwirken, den Tieren aber nicht zu Leide zu tun, kam der britische Thronfolger und Tierschützer Prinz Charles auf eine Idee. Die Grauhörnchen wurden mit Nuss-Nougat-Creme geködert, um ihnen versteckt ein Verhütungsmittel zu verabreichen. Es ist noch nichts entschieden. Aber das war die falsche Antwort. Ja, vielen Dank erstmal. Viel Spaß noch heute Abend. Dankeschön. So, es bleibt bei euch bei 1.000 Euro. Bei euch lief es ja richtig gut in der Runde. Vögel nehmen. Ihr dürft es noch einmal auswählen, Südamerika oder Vögel? Nehmen wir... Sag du, wir nehmen Vögel. Sag du, wir nehmen Vögel. Ja, das wolltest ist du doch klar, nehmen und dann ja, ist ja, ist es ja jetzt, hast muss ja ich ja jetzt, kann ich ja, recht. Ich kann ja auf dich hören. Um das ein Weibchen zu umwerben, verlässt sich der Nacktkopf-Paradiesvogel nicht alleine auf seine bunten Federn, sondern... Das kenne ich. Müll. Bereitet ein Hochzeitsmahl aus Heuschrecken und Früchten. B. Poliert seine Glatze zu einem herzförmigen Spiegel. Oder C. Baut eine blätterlose Tanzbühne. Ich glaube, das ist C. Das habe ich schon gesehen. Die machen ein unfassbares Affentheater. Ja, die räumen wenn die auch weg. Und dann hüpfen die da rum. Das ist an der wirklich Stange richtig lustig. Rauf und runter. Und die, ja, die machen wirklich Stangentanz. Das hast du vollkommen recht. Und Paradiesvogel, dabei, das klingt Nureyev so nach... Ist wirklich eine kranke Oma gegen die. Die haben bunte Federn und hauen die immer rum und tun und machen. Ich glaube... Ich meine, das mit dem Hochzeitsmahl und Heuschrecken und Früchten ist auch lieb, ne? Ja, wir waren das beide mit sofort der Glatze, bei C. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Warum? Meinst du, dass ich dich gerade umwerbe? Es. Nee, ist kein Herz da oben. Nein, lass uns C sagen. Wir sind für C. Ist auch das keine Glatze, ist nur eine hohe Stirn. Stimmt, das kommt erschwerend hinzu. Wollen wir wohl das C nehmen? Moment, wir nehmen C, aber können wir in der Zwischenzeit über das Wort erschwerend reden? Nein, es ist erschwerend gegen mein Argument. Ach so, ja, stimmt, weil es ist kein herzförmig. Nein, vielleicht es ist schaust du dir das noch mal intensiv ganze an, Bernhard. Ja? Eventuell kann man das im weiteren Leben noch mal brauchen. Oh, dann ist es B. Oh, shit. Mitten im Pazifik, im Norden von West-Papua, wohnt der blauköpfige Nacktkopf-Paradiesvogel. Die zu umgarnende Vogeldame ist eher unscheinbar. Um seine Favoritin zu erobern, legt sich das Männchen vor seinem Balztanz schon so richtig ins Zeug. Es wählt eine Lichtung aus und zupft diese in Kleinstarbeit komplett blattfrei zu einer perfekten Tanzbühne, auf der dann das Weibchen bezirzt wird. Guck mal, was jetzt im Theater. Ist auch richtig. Ich habe so einen Schrecken gekriegt, weil das Nacktkopf und ich dachte, der kann das jetzt tatsächlich die Haut so rumziehen, dass das ein Herz wird. Manchmal ist das hier so. 2.500 Euro auf dem Konto. So, und eine Kategorie haben wir noch. Südamerika. Ja, müssen wir ja nehmen. Was machen Totenkopfaffen, um von anderen Mitgliedern der Gruppe erkannt zu werden? A. Sie werfen Steine so hoch wie möglich in die Luft. B. Sie reiben sich Fell und Hände mit ihrem eigenen Urin ein. Oder C. Sie ritzen mit ihren Krallen Markierungen in Bäume. Tendiert man fast auf B, ne? Also sie werfen Steine so hoch wie möglich in die Luft. Damit sie erkannt werden, der Einzelne. Ja. Das macht gar keinen Sinn. B halt. B, sie reiben sich Fell und Hände mit ihrem eigenen Urin ein. Zwar unanständig, aber es riecht eben und macht auffällig. Mhm. Sie ritzen mit ihren Krallen Markierungen in die Bäume. Da müsste man erkennen, dass die Markierung zum bestimmten Affen gehören sollte. Na?
Also A ausschließend, B oder C. Publikum ist weg, also müssen wir entscheiden. Sie reiben sich, mein Problem ist, das ist für mich das Normalste. Also das ist mir zu einfach. Normal ist es nicht. Ich kenne keinen, der das macht. Nein, aber allgemein, um was zu erkennen, um Reviere zu markieren oder um was zu markieren, benutzt man halt Urin. So. Es macht natürlich am meisten kurios, Sinn. Ist eigentlich das hier, die Zehe. Ne? Also darauf kommt man eigentlich Sie nicht. Sie reiben sich Fell und Hände mit ihrem eigenen logisch Urin sein. Ein. Im Prinzip kannst du, wie du auch sagst, eigentlich kann es nur B sein. Ne? Es ist vielleicht zu einfach, da müsste aber ja jeder ein anderes Zeichen haben, um zu wissen, dass es der B. Trage ich mal mit, damit du B. Ja. B ist eingeloggt. Und wir haben Ludger Schmidt bei uns zu Gast. Oh. Tierarzt im Affen- und Vogelpark Eckenhagen. Ja. Ludger, ich nehme dich hier so auf diese Seite. Du hast Theodora mitgebracht. Und genau. Da reden wir nicht über dieses Stoffäffchen. Ach, wollte ich gerade sagen. Ja, das sondern jetzt sehe ich erst da drüber. Ach, süß. Guck mal da. Ach, herrlich. Ja? Wunderbar. Wie alt ist Theodora? Theodora ist 2,5 Monate alt. Mhm. Und ist wie zu euch gekommen? Na, sie stammt aus unserer Zuchtgruppe und wurde leider von ihrer Mutter nicht angenommen. Okay. Deswegen wird sie jetzt von unserer Tierpflegerin Isabel großgezogen. Und das ist ja das ist jetzt die Ersatzmutter, auf der sie sich da befindet? Ja, wir wollen ja, dass sie irgendwann wieder in unserer Zuchtgruppe im Affen- und Vogelpark in Eckenhagen leben kann und versuchen deswegen eine Menschenprägung zu vermeiden. Und sie hat dieses Stofftier als ihr Muttertier anerkannt. Okay. Ein zweites Stofftier, ein Erdmännchen, allerdings auch. Mal gucken, ob das. Und sie lutscht jetzt gerade am Daumen und ihr füttert sie mit der Flasche. Und was kriegt sie dann? Das ist jetzt hier zum Flüssigkeitsausgleich. Das ist schlicht und ergreifend Früchtetee mit ein bisschen Honig. Das ist sehr lecker. Oh. Aber sie kriegt auch noch eine Folgemilch, Obst, Kartoffeln, Nudeln. Ein breites Angebot. Oh, sehr schön. Sehr süß. Total. Ja, die bleiben natürlich nicht immer so. Die werden noch ein bisschen größer und bleiben auch nicht ganz so pflegeleicht. Ne? Ja, was heißt pflegeleicht? Naja, im Sinne von, es ist natürlich kein Tier, was als Haustier geeignet ist. Ja, es ist insbesondere deswegen nicht als Haustier geeignet, weil es sein Kot und Urin überall hinschmiert. Aha, das heißt, jetzt kommen wir mal zur Antwort auf unsere gestellte Frage. Ja, sie markieren ihr Revier und eben auch sich untereinander mit Kot und Urin. Dadurch erkennen sie sich wieder und das müffelt dann allerdings auch ein bisschen unter der Hütte. Mhm. Okay. Also, das heißt, Antwort B ist die richtige Antwort. Von Vietnam, man hat die Affenzucht dort gesehen, in dem Nationalzoo da oben. Das wird auch so toll. So. Sehr schön. Wunderschön. Ludger Schmidt, alles Gute in den Affen- und Vogelpark Eckenhagen. Danke für den Besuch. Und ihr habt mit einer richtigen Antwort abgeschlossen. Wir schauen auf den Zwischenstand. Bernhard und Marina Milovic haben 2.500 Euro erspielt. Elton und Wolfgang Stumpf haben 1.500 Euro erspielt. 501 Euro und sind drüber. Wir kommen zur Entscheidung in Runde 2. Unser zweites kleines Finale. Die Kategorie, aus der die zweite Masterfrage des heutigen Abends kommt, ist Kunst. Kunst! Es geht um Kunst. Keine Ahnung. Achso, du machst unseren Einsatz jetzt. Genau, okay. Kunst. Achso, überlegen, wie viel setzt ihr ein? Für Marina und für Wolfgang geht es natürlich darum, wer kommt eine Runde weiter. Okay. Nur einer von euch beiden. Aber ihr müsst euch natürlich trotzdem auch an euer Publikum nehmen. Die haben Erfahrung in der Strategie. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich ahne, was er setzt. Ja, denk mal an mich, das schadet nicht. Aber wir müssen natürlich auch ans Publikum denken. Ja, wir müssen auch ans Publikum denken. Ja, aber die Frage ist gerade, was passiert, ob wir das noch absichern? Nee, pass auf. Das weiß der. Und das war Bernhard Elton. Fertig. So, beide Teams haben gesetzt. Ich kann es dir nicht erklären. Hier ist die Masterfrage in Runde 2. Welcher dieser Künstler wurde zuerst geboren? A. Vincent van Gogh, B. Pablo Picasso oder C. Claude Monet? 20 Sekunden ab jetzt. Nee.
es verplätschert. Nein, was der macht. So, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt schauen wir erstmal, was die beiden Teams gesetzt haben. Bernhard und Marina haben gesetzt 501 Euro. 3001 Euro im Falle, dass ihr richtig geantwortet habt. 1999 im Falle, dass es falsch ist, bleiben dann übrig. Elton und Wolfgang Stumpf haben von den 1500 Euro gesetzt. 1400. Ich wollte nicht alles setzen, vielleicht bleibt da irgendwas übrig. Ja. Weil so oder so hätten wir gleich dann eher verloren. Ja, wenn ihr jetzt beide gleich getippt habt, ne, dann kommt ihr nicht mehr ganz ran. Aber schauen wir mal, was die beiden Teams getippt haben, auf welche Antwort ihr gesetzt habt. Bernhard und Marile haben getippt auf Vincent van Gogh. Elton und Wolfgang Stumpf haben getippt auf. Ja. Claude Monet. Das war's dann. Jawohl. Wieso? Das war's doch nicht. Das ist doch jetzt das Spannendste, was überhaupt, sein kann. Wir könnten noch nicht mal das Publikum fragen, habe ich das Gefühl. Ja. Pablo Picasso, geboren am 25. Oktober 1881. Ja, das war klar. Hätte ich auch nicht gedacht. Vincent van Gogh, geboren am 30. März 1853. Boah, so spät? Hui. Ja, scheiße, dann war das doch mit dem Monet richtig. Und Claude Monet, geboren am 14. November 1800. 53 war uns, ne? 40! Boah! Claude Monet ist die richtige Antwort. Und wiederum entscheidet Elton. Diesmal zusammen mit Wolfgang Stumpf. Ja. Ja. So. Elton und Wolfgang Stumpf gewinnen 2.900 Euro. Und das heißt für jeden von euch 51,79 €. Ich würde sagen, läuft bei euch bisher, oder? Ja. So, lieber Wolfgang, du darfst dich vielleicht auf der einen Seite bei Marile bedanken und verabschieden. Super, Gratulation. Viel Spaß und guten Daumen hinterher. Und du darfst neben Lothar dann Platz nehmen. Liebe Marile, das war ein großer Spaß. Mir auch gedacht. Ja. Noch Raten ist lustig. Ja, kommst du mal wieder. Mal gucken. Ja, ja. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall. Marile Milovic, meine Damen und Herren. Dankeschön. So, ihr Lieben. So, eines steht jetzt an dieser Stelle schon fest. Leider sage ich nur, ja, aus Zuschauersicht, es wird eine reine Männerrunde im Halbfinale. Oh, denn ja. Runde 3, die wir jetzt spielen werden, das sind auch wieder zwei Männer, zwei tolle Männer, meine Damen und Herren. In Runde 3 stehen sich gegenüber Michael Mittermeier und Horst Lichter. Horst Lichter und Michael Mittermeier. So. Den Platz bitte. Ja, der Lichter, der weiß viel. So, auch bei uns. Auch bei uns gibt es Bares für Rares, im Zweifel für Rares Wissen. Ja, ja, es muss nicht viel sein, es muss nur stimmen. Und im richtigen Moment muss es richtig sein. Das würde uns ausreichen. Ja. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Sehr gerne. Weil du bist ja so beschäftigt und musst dich ja auch noch um deine liebe Frau und um die Autos kümmern. Mein Täubchen hat Motorradführerschein gemacht. Ist das auch nicht geil? Ich bin so stolz auf das Mädchen. Applaus für dein Täubchen. Ja. Und du möchtest dein Täubchen sicherlich auch stolz machen jetzt. Das wäre auch schön. Das wäre toll, ne? Und Michael,
Was gibt's von deinem Täubchen Neues zu berichten? Hat dein Täubchen auch Motorradführerschein? Ich wusste nicht, dass Tauben Motorrad fahren dürfen. Alles okay, ja, ist alles, alles gut. Aber dein, Täubchen hat im Zweifel, ja, aber dein Täubchen hat im Zweifel ein neues Album aufgenommen. Ich habe kein Täubchen, ich habe eine Frau, die Musik macht und ganz tolle. Und die bastelt gerade am zweiten bayerischen Album gerade und es wird ganz toll. Schön, ich mache Werbung für andere. Natürlich. Ja, für dich musst du keine Werbung mehr machen. Nee, also heute will ich nur gewinnen. Das reicht. Sonst nichts. Das reicht. Hey, guck mal. Auch, oder? So, für alle. Ja, für alle, die gerade erst zugeschaltet haben, sage ich es gerne noch mal dazu. Sie können bei uns jetzt auch live mitspielen. Unsere ARD-Quiz-App gibt es ja jetzt ganz neu. Können sich runterladen, dann können Sie während der Sendung live mitspielen, die Fragen mitspielen und gewinnen dann das Geld, was das Siegerteam der jeweiligen Runde eben auch gewinnt. Also sollten Sie mal ausprobieren, macht Ihnen bestimmt auch Spaß. So, jetzt gucken wir noch mal auf die Publikumsverteilung. Hinter Bernhard und Horst Lichter sitzen 67 Zuschauer. Hinter Elton und Michael Mittermeier 56. Und wir haben 12 neue Fragen hinter unseren 12 Kategorien auf unserer Wand. Die 12 Kategorien in Runde 3. Im Labor. Bitte lächeln. Elton kleckert. Krimi. Zahlen bitte. Down Under, tierisch, tierisch, was passiert, wenn? Gute Nacht, das Fragezeichen, clever und Echsen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen und einen Publikumsjoker habt ihr genauso wie das andere Team natürlich auch. Also auch auf die Gefahr, dass wir uns wirklich unbeliebt machen. Und blamieren bis und blamieren auf die Knochen. Nein, nein, nein. Aber doch, doch, wir vermuten doch sehr stark, dass hinter Elton kleckert Essen steckt. Essen und Trinken steckt. Und wenn wir das nicht nehmen, würden wir zwar nett sein dem Elton gegenüber, aber wir wären verantwortungslos gegenüber unserem Publikum. Oh. Das ist eine echte feindliche Übernahme. Ja. Hm? Und jetzt und die kann ganz schön da hinten mit losgehen. Welchem also für dich. Ja, für mich, danke. Mit welchem neuen Foodtrend lassen sich beim Essen Flecken auf der Kleidung vermeiden? Ach, ich wusste, das ist was Doofes. A. Hamburger mit Ketchup-Leder. B. Berliner mit Marmeladenwolle. Oder C. Wiener Würstchen mit Senfleinen. Ich bin fertig, jetzt seid ihr dran. Wieso wir? Wieso? Warst du schon dran? Nee, du bist dran. Ah, ich? Also, es geht darum, dass ja etwas Flüssiges ja irgendwie verfestigt wurde, ja, damit es nicht runterfällt. Ja. Das heißt, entweder die haben aus Ketchup-Leder, also Ketchup zu einer Platte gemacht, ja, Marmelade wollförmig, ja, oder Senf zu nicht reißbaren Fäden gemacht. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist Ketchup-Leder. Ketchup-Leder. Wenn, ja, wenn du Ketchup längere Zeit auf dem Tisch liegen lässt, kannst du das so abziehen. Ja. Dann haben wir ja schon die Antwort. Wenn die richtig ist, haben wir die Antwort. Ansonsten ja haben wir den ersten Fehler. Hamburger mit Ketchup-Leder. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ne? Ketchup, ja. Wieder, ich kann mir die, das habe ich schon mal, also schon mal gesehen, ist gut. Ich habe Ketchup gesehen, was da nicht. Erkennst du das auch nicht auf der Ketchup-Tube, wenn du das oben so abziehst? Wir könnten A nehmen oder wir können es noch mal riskieren, aber ich finde A das einzige Sinnvolle. Nein, ich finde A super. Super, ne? Nein, das ist auch schön, da kam so aus dem Bauch raus. Zack, A. Ja, A, A. Ja, ja, A ist A super. Ja, wahrscheinlich A ist es jetzt wie eine Wurstchen. Ja, genau. Mhm. Man weiß nie, was hier passiert. C. Es gibt für nichts seine Garantie. Auf einen typischen Hamburger gehört natürlich ein guter Klecks Ketchup. Leider tropft er meist an den Seiten heraus. Besser geht's mit Ketchup-Leder. Dazu wird eine gut gewürzte Tomatensauce auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gegossen und bei 80 Grad für etwa 90 Minuten in den Backofen gegeben. Die getrocknete Ketchup-Masse wird nun in burgergroße Stücke geschnitten, welche dann als Ketchup-Scheibe auf die Burgerbrötchen gelegt werden. Das Ketchup-Leder sorgt außerdem dafür, dass die Brötchen nicht aufweichen. Ja. Die ersten 500 Euro ja für euch. Und nicht nur, dass du heute Abend schon eine Menge Spaß bei uns hattest, ja, du hast gleich noch einen Foodtrend mitgenommen. Ja, 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 und ganz neu, ich werde jetzt Ketchup ausbacken.
So sieht's aus. Ach ja. Nee, Bernhard, ich also, liebe dich. Sehr guter Start in diese Runde. Down Under nehmen? Ja. Wie schaut's bei euch? Down Under. Nee. Ja. Also Spaß macht's also. Ja. Das Meerwasser vor einigen Küstenabschnitten Tasmaniens. A. Färbt sich bei Berührung neonblau. B. Ist kohlensäurehaltig und prickelt. Oder C. Hinterlässt rotbraune Streifen auf der Haut. Tja, gut. Also färbt sich bei Berührung, das ist auch wieder so ein Ding, Bernhard würde wieder sagen, das kann ich mir alles vorstellen. Kann natürlich sein, färbt sich bei Berührung neonblau, dass irgendwelche Fette oder sowas dafür sorgen. Dass das dann da drumherum, also ich glaube nicht, dass das ganze Meer sich auf einmal neonblau färbt, wenn du nur einmal da drauf drückst. Vor allem bei welcher Berührung, weißt du? Muss man mit dem Finger rein oder ist die Berührung, wenn einer reinspringt? Also ist ja auch, was heißt Berührung? So. Das macht mir Angst, wenn du von der Seite kommst. Das ich brauche mal, so, brauch mal eine neue Perspektive. Also wirklich, war es wie Klaus Kinski. Ja. Oh, noch einen Drink, Milady. Das ist wirklich. Wow. Kannst du bitte. Ich sehe dich immer nur. So, ja. Der kennt die Seite noch gar nicht von dir. Nee, von mir. Genau. Kohlensäurehaltig und prickelt. Kann natürlich sein, dass das irgendwie gesteinsartig, dass da CO2. Aus der Erde irgendwie rauskommt und dann halt prickelt. Kann ich mir, also B kann ich mir bis jetzt am ehesten noch vorstellen. Hinterlässt rotbraune Streifen auf der Haut, was heißt das? Es ist sehr eisenhaltig, das Wasser, und wenn du das auf die Haut machst, kommen rotbraune Streifen. Ja. Bitte. Was soll das? Es ist nicht so, dass uns das hilft, oder? Nee, aber also das macht mir einfach nur Angst. Mich verwirrt er. Weißt du, ja, das hin und her. Macht mich verwirrt und macht Angst. So, ich finde das toll, wenn er von mir in der dritten Person spricht. Er, die Pflaume, weißt du? Es macht mir Angst. Ja. Es läuft wieder um uns rum. Schlimme, habt ihr in der Zwischenzeit eine Lösung? Nee, überhaupt nicht. Nee, was hast du für eine Tendenz? Also meine Tendenz wäre, also es ist, dass es C ist, aber dass es so blöd ist, dass es A ist. Also, wahrscheinlich ja, doch vielleicht A ist es A, durch das ist, wenn du das Wasser nimmst in ein Glas und dann Finger rein und durch Fette oder so. Meinst du wie E.T.? Hey, der in dein Glas. Ja komm, der hängt rein, okay, und telefoniert dann, weißt du? Kriegst ein Frisch, das ist kontaminiert. Nee, ich würde es trinken trotzdem. Okay. Ja, ich vertraue dir. Kohlensäurehaltig und prickeln, das ist dann zu ein, da gibt es vielleicht auch, warum ausgerechnet vor Tasmanien? Also es du bist jetzt ein bisschen für A jetzt auf einmal? Also rotbraune Streifen finde ich auch ein bisschen komisch. Lass uns A riskieren, okay? Wir nehmen A. Das war doch echt schnell, oder? Verrückt. Also vielleicht, wenn man mit einem neonblauen mit der Speedo-Hose reinsteigt. Können wir den Film abfahren, bitte, Herr Pflaume? Klar, Film ab. Sogenannte Dinoflagellaten sind für ein beeindruckendes Naturspektakel vor der Küste Tasmaniens verantwortlich. Die einzelligen Planktonorganismen reagieren auf Bewegung mit ruckartigem Aussenden von Licht, welches das umliegende Wasser illuminiert. Eine kleine Berührung reicht aus, um das Wasser neonblau zu färben. Forscher vermuten, dass sie damit Fische und andere Raubtiere zum Selbstschutz irritieren wollen. Darauf trinke ich ein Pflaumenwasser, weißt du? Jawohl! Die ersten 500 Euro. Gut, oder? War super erklärt, nee, oder man nicht? Schmeckt, dass er seine Finger da drin hatte. Ja, also das hat so. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin rechts. Ja, nicht, dass ich jetzt... Muss ich die Logik dahinter verstehen? Es ist schon spät. Es war der linke Zeigefinger. Ja. Also, so. Also mich haben ja diese ganzen Experimente extrem beeindruckt. Ja, die wir schlag nur jedes Mal falsch. Ich auch, dann lass es uns jetzt mal richtig machen. Ja, was passiert, was wenn? Was passiert, wenn? Sicher, das ist oft der A. Ach, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Was wäre, wenn sich die Erde in die andere Richtung drehen würde? Das ist super. Ich freue mich jetzt schon auf das Experiment. Draußen hat einer die Erde. A. Die Nordsee wäre im Winter so warm wie das Rote Meer jetzt. B. Die Sahara würde sich in ein grünes Feuchtgebiet verwandeln. Oder C. In Florida würde es im Sommer regelmäßig schneien. Sehr gut.
Hast du gerade zu allen dreien gesagt, könnte sein? Ja. Nee, A nicht. Nee, also bei A waren wir uns relativ sicher, dass es sein könnte, wobei B wahrscheinlicher ist und C wahrscheinlich auch. Also, sie dreht sich Richtung Osten, was dazu führt, dass wir auf der Nordhalbkugel Bewegungen haben, die nach rechts abgelenkt werden aufgrund der Corioliskraft, die eigentlich nur ein Effekt ist. So, wenn das jetzt andersrum wäre, dann wären die Sachen linksrum. Das heißt, da könnten sich jetzt Dinge verändern. Ach. So. Die Frage ist nur, was? B oder C? Gut, dann hört euch ausgegangen. Ich habe irgendwann den Faden schon verloren. So. Ja? Die Nordsee ist warm, weil der Golfstrom da hochfließt. Der Golfstrom würde sich drehen? Ja, und der dreht sich dann vielleicht andersrum und dann ist es eher noch kälter da oben. Die Sahara ist trocken, weil die Sonne hoch und runter wandert und nicht, weil es sich dreht. Ich glaube, es ist C. Ich weiß nur noch nicht genau, warum. Dann würde es im Sommer regelmäßig schneien, weil sich Dinge nicht linksrum drehen, sondern rechtsrum. Ah, vielleicht würde dann sogar der Golfstrom nämlich abgelenkt und da wäre es kalt. Ich bin für C. Das hast du so schön erklärt. Es kann natürlich trotzdem völlig falsch sein. Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, ich bin da jetzt mal so ein bisschen wie ein Mädel. Ich bewundere dich, du hast es schön erklärt. Und das reicht dir völlig aus. Also was du gerade gemacht hast, ist das, was ich auch immer mache. Ich kann so lange von Essen erzählen, bis die Leute glauben, sie hätten gegessen. Und du hast mir das jetzt so schön erklärt. C, oder? C. Ich will, dass du dich wohlfühlst. Er soll sich wohlfühlen. Absolut. Ja. Wir tun alles dafür, dass sich Bernhard und Elton hier wohlfühlen. Ja. Nur darum geht's. Ja. Und er hat so schön erklärt. Die Richtung der Meeres- und Windströme wird durch die Erdrotation bestimmt. Würde sich die Erde in die andere Richtung drehen, halten Forscher Folgendes für realistisch. Der Golfstrom entfällt und bringt keine Wärme mehr zu uns. Durch die mangelnde feuchte Luft trocknen die Sumpfgebiete von Florida aus. Europa leidet unter sibirischen Ostwinden und die Kälte aus der oberen Hemisphäre ist so dominant, dass sie die vorherrschenden Winde verschiebt und sich die Niederschlagshöhe in der Sahara drastisch erhöht. Oh. Okay, aber du hast es wirklich gut erklärt. Ja. Ja. Falschen Schluss draus gezogen, richtige Erklärung gegeben. B ist die richtige Antwort. Es bleibt bei 500 Euro. So, jetzt könntet ihr erstmal nicht in Führung gehen. Du könntest deinem Vorhaben jetzt Taten folgen lassen. Ich finde Krimi ganz interessant. Wir gehen auf Krimi. Ja? Krimi. An welchem echten Kriminalfall beteiligte sich der Erfinder von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle? Geil. A. Suche nach der vermissten Krimi-Schriftstellerin Agatha Christie. B. Drogenfund durch den Hund von Baskerville. Oder C. Befreiung des als Geisel genommenen Beamten Columbo. Super Frage. Oh ja. Danke. Ich nehme das Lob stellvertretend. An welchen Kriminalfall beteiligten sich der Erfinder des Sherlock Holmes und Agatha? Suche nach der vermissten Krimi-Schriftstellerin Agatha Christie. War die echt mal vermisst? War die mal weg? Hatte man irgendwas, da? Irgendwas habe ich mal gelesen. Ich glaube, die war mal vermisst. Die Frage ist nur. Drogenfund durch den Hund von Baskerville, das schließe ich jetzt aus. Das ist mir zu naheliegend. Macht für mich. Also. So. Die beiden machen für mich Sinn. Finde ich cool, wenn du meinst, die war mal tatsächlich vermisst. Kann auch ein Agatha Christie gewesen sein. Wenn ich die Frage nochmal, an welchem echten Kriminalfall beteiligte er sich? Also, wie gesagt, Drogenfund finde ich ausschließen. Bei der Befreiung der als Geisel genommenen, das heißt, man hat die Geisel gefunden und er war bei der Befreiung dabei. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Warum sollten die einen Arthur Conan Doyle bei einer Befreiung da reinschicken und hier, ich bin dann für A. Die hat die mitgesucht, das ist ein Kriminalfall und warum nicht? Und du meinst, das irgendwie schon mal gehört zu haben, dass die tatsächlich mal vermisst war? Also ich Entscheidung. Ich bin auf A. Ja. Ja. A. Komm, was soll das? A. Also. Ihr habt euch selbst und gemeinsam für Antwort A entschieden. Mit nur 28 Jahren veröffentlichte Arthur Conan Doyle 1887 seine erste Geschichte um Sherlock Holmes und Dr. Watson.
1926 betätigte er sich aber auch selbst als Detektiv und versuchte mit seiner Expertise, eine 1000-köpfige Taskforce der Polizei in einem spektakulären Fall zu unterstützen. Nahe Guildford war ein verunglücktes Auto gefunden worden. Von der Fahrerin Agatha Christie fehlte jede Spur. Erst nach 11 Tagen wurde die bekannte Schriftstellerin in einem Hotel in Harrogate erkannt. Die Umstände ihres tagelangen Verschwindens konnte sie selbst nicht erklären. Sehr gut, richtige Antwort, zweite richtige Antwort. 1000 Euro stehen auf eurem Konto. So, ihr seid mit der nächsten Kategorieauswahl beauftragt. Ja. Also auch wenn wir zurücklegen, sind wir natürlich gut gelaunt, frohen Mutes. Und lächeln. Bitte lächeln. Was ist auf einem Mannschaftsfoto des Baseballclubs Boston Bean Eaters von 1886 zum ersten Mal fotografisch dokumentiert? A. Ein Irokesenschnitt. B. Der erste Flitzer der Sportgeschichte. Oder C. Ein als Beleidigung ausgestreckter Mittelfinger. Boah. Meine Fresse. Also da ist ein Nackter, jemand im Irokesenschnitt oder ein Mittelfinger. Also ich kann mir vorstellen, der Irokesenschnitt, nein. Weißt du, warum nicht? Weil es gab ja den Irokesen und den dürfte man schon mal fotografiert haben. Genau, so rein zu dokumentarischen Zwecken. Genau, deswegen kann ich mir vorstellen, ist der raus. Der erste Flitzer der Sportgeschichte. Also, das ist ein Mannschaftsfoto. Das heißt, die haben da zusammengestanden. Ja. Und da, ob die da, das ist vom Bildausschnitt, ob da ein Flitzer im Hintergrund ist. Auf und der anderen Seite musst du natürlich jetzt mal über Bean Eaters, das heißt Bohnenesser. Es kann natürlich sein, dass die gesagt haben, wir machen jetzt ein Mannschaftsfoto. Einer war auf Klo, kriegt mit, jetzt geht er los, rennt mit dem nackten Arsch quer ins Bild, weil er dabei sein will, pupst nochmal und dann haben sie ihn fotografiert. Ist ein bisschen weit hergeholt. Aber kann natürlich sein. Kann sein. Dass der im Hintergrund, das haben die erst später gesehen. Ja. Ein als Beleidigung ausgestreckter Mittelfinger. Das könnte, weißt du, ich kann mir, vielleicht hatte einer keinen Bock auf diesen blöden Fototermin. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder das ist ja eigentlich ein Zeichen, ich habe jemandem anderen Hörner aufgesetzt. Also es ist ja nicht so. Vielleicht hat er einem seiner Mitspieler Hörner aufgesetzt. Ja. Nix. Achso, wollte ich nochmal. Deshalb kann ich tendiere zu C, habe aber, also B oder C. Also ich kann mir das auch vorstellen, weißt du, wenn du da so stehst und sagst, Mensch, sollen wir da einfach C nehmen? Wir nehmen einfach mal C. Wir nehmen C. Ja, wenn, dann will ich den Nackten jetzt auch sehen. Ja. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch zu einer Uhrzeit angekommen, wo wir ihn auch zeigen können. Ja. Der Eröffnungstag der Baseball National League am 29. April 1886 sollte in die Geschichte eingehen. Doch nicht das Spiel der Boston Bean Eaters gegen die New York Giants war der Auslöser, sondern ein eigentlich winziges Detail auf dem Mannschaftsfoto der Bostoner. Der Werfer Charles Redbone zeigte mit einer kleinen, aber wirkungsvollen Geste, was er von seinen Gegnern hielt. Sein ausgestreckter Mittelfinger ist die erste fotografische Dokumentation eines Stinkefingers. Ja. Richtige Antwort, 500 Euro kommen dazu, auch ihr steht bei 1000. Nach einem Diebstahl oder Verlust der EC-Karte wird dringend empfohlen, A. die Ersatzkarte erst nach 3 Wochen zu benutzen, B. auch alle anderen Zahlungskarten bei der Bank zu sperren oder C. die Karte zusätzlich direkt bei der Polizei sperren zu lassen. Die Ersatzkarte erst nach 3 Wochen zu benutzen. Warum? Das glaube ich nicht. Auch alle anderen Zahlungskarten bei der Bank zu sperren. Macht aber, warum? Also ich meine... Das, was ich noch nie gehört habe, ist eigentlich, das direkt bei der Polizei sperren zu lassen. Ja, das kann aber, ja, vielleicht kann das aber sein, dass du... es gibt Bankgeheimnis. Die dürfen, glaube ich, gar nicht irgendwas ausplaudern. Und deswegen musst du zur Polizei gehen und sagen, hey, ich habe diese Karte sperren lassen. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Polizei zur Bank gehen hat, Entschuldigung, hat der die Karte sperren lassen? Und dann sagt die Bank, darf ich nicht sagen. Jetzt guckt er dich so komisch an. Dem geht's generell heute, glaube ich, so ein bisschen. Ich tue mich ein bisschen schwer, dass die Polizei sagt, ich habe
sperren sie meine Karte. Aber ich bin irgendwie der Meinung, die Polizei sollte das wissen, dass die auch gesperrt ist und dann irgendwie feststellen zu können, wenn die einer benutzt. So, was machen wir? A, B oder C? Oder wir können ja noch das Publikum fragen. Nein, ich würde... Lass uns C nehmen, riskieren, oder? Wir nehmen C. Wir nehmen C. Gut. C ist eingeloggt. Und was ist wirklich zu tun, wenn die EC-Karte gestohlen wird oder anderweitig verloren geht? Wurde die EC-Karte gestohlen oder verloren, sollte sie bei der Bank gesperrt werden. Darüber hinaus sollte der Verlust auch unbedingt der Polizei gemeldet werden. Denn die Bank sperrt die Karte nur für das PIN-Verfahren, jedoch nicht für das elektronische Lastschriftverfahren. Die Polizei leitet die Daten der Karte an den Einzelhandel weiter, sodass das Kuno-Sperrsystem eine Zahlung mit Unterschrift verhindert. Kuno steht dabei für Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nicht polizeilicher Organisationsstrukturen. Egal wie, es war die richtige Antwort und ihr steht bei 1500 Euro. Ja. Zahlen bitte. Wo wir einmal dabei sind. Was bedeutet ein Straßenschild mit der Angabe 30% Steigung? A. Auf 200 Meter Strecke steigt die Straße um 30 Meter an. B. Das Auto benötigt 30% mehr Energie als auf einer geraden Strecke. Oder C. Die Straße verläuft im Winkel von 16,7 Grad zur horizontalen. Das kann nur C sein. Kann nur C sein, ja. Weil es ist auf 100 Meter 30 Meter hoch. Genau. Und somit sind 16,7% zu horizontal. Wir wollen das ja ganz hier mal ein bisschen was flotter machen. Ne? Weil auf 200 Meter steigt die Straße um 30 Meter an. Warum? Nein, 30%. 3 mal 3, was ist 3 mal 16? 30% 16, 30. Ja, genau. Ja. 3 mal 30 ist 100 Meter. Wer auf 100, genau. 100 Meter? Ja, 3 mal 16 ist 16. Ja. 200 ja, Schatz, ja. Ist fast... Mausebäckchen, du hast recht. Ja, C. Komm, wir wollen mal zeigen. Hier, ne? Ja, da sind wir mal. Ja. Ja. Ja, auch gerade als Koch, ne? Ja. Ist ja nicht nur wichtig, dass man kochen kann, man muss ja auch rechnen können. Ja. Ne? Man muss ja rechnen können. Und ich fahre ja viel im Gebirge. Ja. Oh, ja, und Auto fährst du ja sowieso. Ja. Ne? So. Und viel und gerne. Ja. Und Motorrad jetzt Motorrad. Auch zusammen mit Täubchen. Ja. Ja. Die Baldwin Street in Neuseeland ist mit etwa 35% Steigung die steilste Straße der Welt. Doch auch schon bei geringerer Steigung sieht man am Straßenrand oft Gefahrenzeichen mit einer prozentualen Angabe. Das Fahren mit Anhänger könnte hier nämlich problematisch werden. Bei der Angabe 30% wird ein Höhenunterschied von 30 Metern mit einer Strecke von 100 Metern ins Verhältnis gesetzt. Daraus ergibt sich ein Steigungsdreieck mit einem Winkel von 16,7 Grad zur horizontalen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, auch bei euch sind es jetzt 1500 Euro. Hm? Ja, oder mit einem Fragezeichen? Ach so, Fragezeichen. Stimmt. Fragezeichen ist gut. Ja, Fragezeichen. Oder? Fragezeichen. In etwa 7600 Metern Höhe. Möchtet ihr schon lösen? Eier. A. Begann der höchste Sprung ohne Fallschirm? B. Entsteht eine durchschnittliche Gewitterwolke? Oder C. Reisen Zugvögel am sichersten? Das ist eine geile Frage. Super Frage. Mann. Haben wir ja gut gewählt. Ah, Mist. Also begann der höchste Sprung ohne Fallschirm. Er muss irgendwo beginnen. Also er kann ja nicht irgendwie... Na, irgendwann endet er auch. Und ja. Ohne Fallschirm, Ich komme gerade mit A überhaupt nicht klar. Der springt aus 7600 Metern Höhe ohne Fallschirm. Mit was denn? So ein Suit hier, wie heißen die Dings? Wingsuit. Wingsuit, aber selbst da muss der ja irgendwann... Nee, aber er kann ohne Fallschirm losgesprungen sein, begann. Und er kann dann mit einem anderen Fallschirmspringer, der einen Schirm hatte, irgendwie dann auf 2000 Metern, Servus, ich glaube, ich kann dich gut gebrauchen. Und dann den Rest mit dem Fallschirm, mit dem Kollegen. Das geht schon. Ja. Es steht eine durchschnittliche Gewitterwolke in 7000. Das ist ziemlich hoch. Ist zu hoch. Ich glaube auch. Das glaub ich also, nicht. Das ist eine geile Idee. Ich glaube, der Durchschnitt der Gewitterwolken ist nicht 7600. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann auch leider überhaupt nichts
ausschließen. Selbst Zugvögel, warum nicht, wenn die so da oben sind, da ist wenig Widerstand, keine Ahnung, aber auch wenig Sauerstoff. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob Zugvögel wirklich sagen, lass uns da hochfliegen, wo am wenigsten Sauerstoff ist und dann ab nach in den Süden. So, also das würde ich jetzt einfach mal so, also oder Kamikaze-Vögel, also so. Jetstream. Das heißt, du bist für A? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf eine ganz absonderliche Art auf A, weil ich mir begann, also der springt halt los und ist dann irgendwo... Ja, der hat einen Kumpel, der ist da. Meine Frage ist jetzt nur, weil wirklich, ich halte mich da jetzt komplett aus. Meine Frage ist jetzt an dich. Bist du dir sicher, um A zu riskieren oder sagst du, nee, so nicht, lass uns Publikum fragen? Let's do A, komm. Ja? Also, okay, keine Ahnung. Also, offenem Visier, wenn ich schon leise spreche, wenigstens gebe ich Antworten. Ja, gut. Ich spüre richtig da irgendwie in dieser Verbindung mit Antwort richtig A eine tiefe Sehnsucht in dir. Ja, nee. Ja, irgendwie ist er da. Ich habe Höhenangst. Also insofern, also. Vielleicht liegt es daran. Ja. Aber also, wenn es A denn wirklich ist, freue ich mich jetzt echt auf den Film. Endlich. Ja. Aus unglaublichen fast 8 Kilometer Höhe wagte der Amerikaner Luke Akins im Juli 2016 ein unglaubliches Experiment. I've been training this for 2 years. My whole life's been dedicated to skydiving. Er sprang ohne Fallschirm und Wingsuit aus einem Flugzeug und landete nach über 2 Minuten freiem Fall in nur einem 30 x 30 Meter großen Netz, das in etwa 60 Meter Höhe gespannt war. Während des Falls steuerte er mit Hilfe seiner Arme und Beine das Netz zielgenau an. Noch nie war ein Mensch aus so großer Höhe gesprungen, ohne einen Fallschirm zu benutzen. Also erstmal halten wir fest, richtige Antwort, ihr steht bei 2000 Euro. Also wenn ich ehrlich bin, die Auflösung mit dem Netz halte ich für Kokolores. Ich sehe das und glaube es nicht. Also ich dachte wirklich, der springt ja mal ein Kumpel, der hat einen Fallschirm. Also das ist absonderlich. Das ist schon Wahnsinn, die Nummer. Ja, aber ist ja ganz egal, es war die richtige Antwort. 2000 Euro auf eurem Konto. So, wir haben noch im Labor tierisch, gute Nacht und Echsen. Im Labor. Jetzt kommen Experimente. Ja. Was wird benötigt, um aus 2 Kochtopfdeckeln eine stabile Aufhängung für einen Lastenaufzug herzustellen? Ja, Kochfrage, toll. Ja, danke. Ja. Oh Gott, genau. Da geht auch richtig mit Kochen weiter. Ja, genau. A, Schlauch, Rasierschaum und Helium-Luftballon. B, Zeitung, Feuerzeug und Schmelzkäsescheiben. Oder C, Tischtennisschläger, Alkohol und Supermagnet. So. Also, ich würde mal versuchen anzufangen damit, dass ich sage, ein Tischtennisschläger, Alkohol und Supermagnet schließe ich rein theoretisch aus. Weil um 2 Kochtopfdeckel eine stabile Aufhängung für einen Lastenaufzug herzustellen, heißt, diese 2 Deckel müssen mit einem Vakuum zusammengezogen werden. Ja, das ist der handelsübliche Kochtopf. Genau. Ich glaube auch, dass wir ein Vakuum erzeugen müssen. Die werden luftdicht abgeschlossen. So. Schlauch, Rasierschaum und Heliumluftballon. Jetzt lass mir überlegen. Den Rasierschaum kann man vielleicht. Ich habe gerade totale Angst. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher. Darf ich das mal erklären? Ja, erklär mal. Ja, kann auch falsch sein. Ich glaube, es ist die Zeitung, Feuerzeug und Schmelzkäsescheiben. Jetzt bin ich echt gespannt. Schmelzkäsescheiben, die legst du auf den Rand. Die schmelzen ja. Ja. So, also, so. Damit aber ein Vakuum erzeugt wird, legst du eine Zeitung rein, machst die an. Ja. Die verbrennt, die saugt Vakuum. Ach, du meinst, der Käse schmilzt. Und schon sind die beiden Dinger fest aneinander. Da kann nichts mehr passieren. Mit dem Helium. So. So. Rasier. Hey, der erste Kochtopf-Spinner, oder? Wir haben einen neuen Food-Trend entwickelt gerade. Genau. Yeah. So, Rasierschaum könnte ich mir, also mit Helium, also Helium kriegst du natürlich, saugt ja Luft drauf. Ich glaube, mit der Nummer gehen wir auf Tour. Was machst du mit dem Schlauch?
Wobei mir natürlich die Zeitung Feuerzeug, damit verbrennst du Sauerstoff, Schmelzkäsescheiben ringsrum. Ich habe ganz große Angst, was da passieren könnte. Ja, also ich, da wird einer gleich dran aufgehängt, an ja, zwei Deckel. Ganz ehrlich, ich will das sehen. Mit dem Käse? Ich will, dass wir das ausprobieren. Ja, ich will das auch ausprobieren. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Zur Not spende ich was. Supermagnet. So, wir nehmen B und ich spende, falls wir verlieren. Oh, na guck mal. Na? So, B ist eingeloggt. Wir brauchen... Du bist eher bei A? Ja, eher bei A. Ist okay. Ich... Elton? Oh, nee. Kommst du mal kurz? Da. Der hat Höhenangst. Lass deinen Sakko da. Was heißt das denn? Elton, 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 Elton. Ja, was haben sie denn da? Die haben den Kopf noch genommen. Ja. Ja, toll. Also da kriegen die noch Kohle und ich muss auch noch darunter leiden. Ja, die müssen sich's ja angucken. Ich hätte es ja auch gemacht, aber ich werde noch gebraucht. Hm? Aber Kai, bei dir wird es nicht Lastenzug heißen. Aber ich. Ja. Achso. Vorsicht, Vorsicht, warte. Vorsicht. Was denn? Ich habe eine Brille auf. Ach, stimmt. Nee, ich hatte mich nur um das Mikrofon gesorgt. So, das sieht auch gut aus. So, Elton, dann komm mal hier hinter. Ja. Der Arme. Wir haben noch einen kurzen Moment Zeit. Kannst du mal hier hochkommen? Also Feuer saugt Vakuum. Schmelzkäsescheiben können die sehr schön. Machen, so, Markus, ja. Grüß dich. Ja. Hast du uns was mitgebracht? Genau, ich wollte immer schon mal meine Kinder neidisch machen und mit Essen rumspielen. Und das tue ich jetzt mit Käse. Ja! 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 Richtige Antwort! Wie geil! Super! Bernhard! Bernhard! Okay. Wir machen jetzt das Experiment. So, was machen wir? Genau, also tatsächlich legen wir jetzt hier den Käse schön auf den Rand. Ja. Horst, großartig. Ja, du hast da eine eigene Platte. Oh, kannst ich habe eine, ja, hab eine eigene Käseplatte. Genau. Oh, komm, ich nehme einfach ein bisschen was. Okay. Kann das nicht der Fachmann alleine machen können? Oh. Ja, so ein bisschen überlappen lassen, immer nicht zu weit nach außen, dass wir den Rand dann noch, dass ich den Rand noch sehen kann. Und ich genau. Ziehe dann hoch, Elton. Ich helfe dir. Genau, auf 7600 Meter Höhe. Nee, da ist gefährlich, da kommen die Zugvögel. Ja, wir haben auch kein Netz. Ja, gut. So, das sieht jetzt schön aus. Wir machen das hier mit einem Lagerfeuer. Genau. Hier ein bisschen. Wunderbar. Ein bisschen nicht zu doll, dann gibt das noch ein schöneres Feuer. Mhm. Ich habe meine Brille schon so, auf. Also, Moment. Schutzbrille hier machen wir. Machen wofür Feuer. Brauchen wir denn die Schutzbrille? Komm, wir machen Feuer. Ja, stimmt, man weiß nicht, was da drin steht. Ne? Das müsst ihr auch. So. Ja, eine Vorbildfunktion. Ja. So, und Moment, genau treffen. Ja. So. Und jetzt. Ja, da passiert wunderbar. Was. Es bildet sich ein Unterdruck. Das kann man jetzt hier auf der Anzeige sehen. Ja, ja komm, das jetzt, reicht. Bei mir ja, ich glaube, das sollte. Bei mir steht gerade ein ganz anderer Druck. So, das hält. So, jetzt setzen wir hier das lange Band. Das machen wir hier rein. So, also das hält schon mal. Ja. Sehr gut. Ich will das mitziehen. Ja. So, jetzt das hier unten durch, ne? Ja, genau. Ey, wenn das funktioniert, dann probieren wir das so. Mal in angemessener Höhe. Ich glaube, kannst du dich auf den Boden setzen? Darf ich dir mal, darf ich dir mal einen Schritt greifen? Mhm. Oh, hier fällt schon Käse ab. Oh, da fällt Käse runter. Ich hätte Angst. Oh, oh. Sehr gut. Aber wie wollt ihr den eigentlich hochziehen? Das sieht so ein bisschen. Also im Moment ist es nur eine, Stelle, wo ihr hochzieht. Also ich will. Also das sieht. Hey! Für alle Liebe! Geht mal los, ne? Ja. Helfen! Hup! 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 Jetzt kommt der spannende Moment. Alles gut? Jetzt
Fall gesagt. Nein. Was ist denn hier passiert? So. Tut mir leid, B. Okay. Tut mir leid. B ist falsch. Tut mir leid, B war falsch. Das funktioniert. Warte. Warte. Ich sag euch, was das Problem war. Ich, wirklich, ich nein, holt den Rasierschaum. Ich möchte jetzt alle drei mal. Ja. Das, hey, das, oder den Tisch, das, den ich schläge. Das hing hier unten so schräg. Ja. Und deswegen hat es den Deckel auf einer Seite runtergezogen, ja, und nicht gleichmäßig unten runtergezogen. Ja. So, warte. Nee, lass es noch mal machen. Ja, lass laufen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein Toast Hawaii. Warte. Ja, wir müssen noch mal machen. Nein, warum? Aber ich hätte gern so eine Scheibe Käse. Ah, wunderbar. Ja. Ja. Sehr schön, ne? Nein, ich glaub's immer noch nicht. Nein. Ich glaub's immer noch nicht. Vielen Dank. Wir machen das. So, ich glaub, das reicht schon. Sehr gut. Okay. Und dann muss ja der Elton gleich wieder. Das sieht jetzt aus, ob ich auch noch hingemacht hätte. Nein. Okay. Soll ich anmachen? Ja, mach mal an. Aber bitte aufpassen, genau, nicht, dass die Hose reißt. Ich stelle gleichzeitig noch mal ein größeres Feuer. Naja. Ja, schön. Ja, schön. Ja, ist cool. Ja, super. Das ist gut. Okay, und. So, jetzt kommt er wieder. So, ich gucke jetzt mal hier, ob Druck entsteht. Also Druck ist da und natürlich. Ja, es läuft, ja. es läuft. So, hier. Sieht gut aus. Yeah, sieht gut aus. Wunderbar. So, das hat man eben auch. 0,2 Bar Unterdruck. Aber ja, soll ich mich denn gerade hinlegen? Oder? Ja, aber auf jeden Fall. Wenn es wirklich schief drunter war. Nein, ich glaube, das Seil ist, war das tatsächlich das Problem. Tatsächlich. Ich kann mich nicht schief. Nur war es super. Soll ich nicht noch ein bisschen vorgehen? Oder nach links oder nach rechts? Nein, und ich glaube tatsächlich, am bequemsten ist es, wenn du dich da so ein kleines bisschen dran festhältst und dich hinsetzt. Damit der Schwerpunkt doch hinsetzt. Ja, aber jetzt nicht da hochziehen. Du kannst ja nur seitlich weg. Bisschen hinsetzen und dann hältst du dich hier so ein kleines bisschen dran fest. Und dann? Dann kippst du nicht nach hinten. Und dann haben wir endlich unsere 500 Euro. So, jetzt sieht das. Ist es jetzt schön in der Mitte? Ja. Zieh es nach unten, Elton. Zieh es nach unten. Einfach nach unten ziehen. So. Genau. Bisschen festhalten. So. Ich hab Angst, dass mir das Ding gleich wieder um die Ohren fliegt. So, ich guck mir das jetzt mal ganz in Ruhe an. Wo sind eigentlich hier Lothar und. Und los geht's. Elton, 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 ja! Jawohl, weiter, noch ein Stück, komm, das hält. Sensationell! Jetzt noch, jetzt von unten dranhängen. Ja, das läuft. So, Bernhard. Und Bernhard, jetzt warten wir, bis das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Na, ich bin noch nicht überzeugt. Aber guck mal, jetzt nochmal, nur einmal, dass wir das einmal festhalten. Ich halte mich fest. Da ist nichts anderes als Käse. Als Käse zwischen diesen beiden Kochtopfdeckel, ja. Der dich jetzt hält. Genau. Mhm. Tatsächlich ist es so, der Luftdruck ist jetzt so stark, dass er auf die große Fläche wirkt. Nicht? Und ich habe es nachgerechnet, wir können damit, ich gucke mal auf den Druck, was haben wir? Sieht aber auch süß aus, wenn er sich so. Wir können damit ungefähr 240 Kilo hochheben. Oh, das wird doch knapp. Ja, genau, das sind dann so. Das sind also 3 bis 4 Bernhards oder 1 bis 2 Elfen. Also wenn wir Elfen, statt nach rechts, nach schön links drehen, dann schneit es in Florida, ne? Ja, genau. Ich glaube, da sind wir dabei. Also, komm, wir lassen ihn wieder runter. Komm, ist gut. Elton, und jetzt den Mittelfinger, weißt du? Boston Beanie. Lass ihn runter, ganz langsam. Kannst die Füße schon runter tun, Elton? Sehr gut. Gut, reicht, wenn du stehen bleiben. So, dann hängen wir dich hier aus. So! Komm, also lass. Elton, sensationell. Hast du gut gemacht. Hast du fein gemacht. Danke. Danke. Sehr gut. Danke. Applaus für Elton. Kriegen wir jetzt immer auch ein bisschen Kohle? So ist die Verteilung. Kohle für euch und Applaus für Elton. Ja. Ihr steht bei 2.000 Euro.
So, wir haben noch. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, hier die 3000 voll zu machen. Ja, 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 also, ihr habt alle Fragen bisher richtig beantwortet. Wir haben auch, glaube ich, noch Publikum. Tierisch, also gute Nacht. Kommen wahrscheinlich diese Echse, die wir am Anfang hatten. Weiß ich nicht, was. Das ist sehr speziell. Tierisch oder gute Nacht? Gute Nacht. Keine Ahnung. Mach du warst jetzt quasi. Ich bin gerade irgendwie für gute Nacht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, du. Gerne. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Während sich der schlafende Mensch in der sogenannten REM-Phase befindet, A, wiegt er vorübergehend einige Gramm weniger, B, kann er nicht niesen oder C, sondert er abwehrende Duftstoffe ab? Geile Frage. Also C glaube ich nicht. Kann er nicht niesen? Das kann auch, also C schließe ich aus. Er kann nicht niesen, kann natürlich sein. Hat Niesen an sich, was hat das für Niesen? Ist ein Reiz, der in der Nase ist, der kitzelt und dann niest du. Oder du hast irgendwas in der Nase und dann niest du. Kann ich mir, warum, was soll denn das mit den Augen denn zu tun haben? Also du kannst doch da trotzdem. Vor allem er schläft ja. Also wenn man niest, ist man meistens wach, oder? Heißt also. A, du wiegst einige Gramm, also einige Gramm sind ja, was weiß ich, was sind einige Gramm? 50? Darf es ein bisschen mehr sein? Nee, können auch drei sein. Können auch drei sein. Also für einige, ich sag mal drei, wäre jetzt Minimum. Macht eigentlich, also wir haben noch Publikum, ne? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber... Ich kann mir alles vorstellen. Warum solltest du leichter werden, wenn du die Augen bewegst? Warum solltest du nicht niesen können? Also zu jeder Frage. Ich meine, nicht niesen, dann ist irgendein Reflex, weil das Gehirn arbeitet ja anders in der Tiefschlafphase. Und ich glaube, vielleicht sind da bestimmte Reize einfach in dieser Phase gesperrt. Und deswegen kannst du nicht niesen. Weil ich kann mir nicht erklären, warum solltest du weniger wiegen, nur weil sich die Augen bewegen oder nur weil du träumst. Ich bin auf einmal für B sogar ohne Publikum. B, komm. Einer klatscht. Nö, da waren sogar ein paar mehr. Ihr seid offensichtlich auf einem ganz guten Weg. Naja, wenn er sowas sagt. Ja, dann. Ja. Etwa ein Viertel der Nacht verbringt ein Erwachsener im REM-Schlaf. In dieser Phase schlafen wir sehr tief und träumen besonders bunt. Damit wir die im Traum erlebten Handlungen nicht mit Händen und Füßen ausführen, wird der Körper in eine Schlafparalyse versetzt. Der Großteil der Muskeln ist gelähmt. Nervenzellen reagieren kaum noch auf Stimulation und reflexartige Signale werden nicht ans Gehirn geleitet. Rieselt also im Tiefschlaf Staub von der Decke, juckt das keinen. Denn niesen können wir nicht. Richtige Antwort! Ihr steht bei 2.500 Euro. So, ihr habt die letzte Wahl. Tierisch oder Echsen? Nehmen wir die Echsen. Die Echsen? Wir nehmen die Echsen und haben ja noch das Publikum. Yep, ihr habt auch noch den Publikumsjoker. Warum haben Blauzungen Skinke eine blaue Zunge? Ich glaube, die haben Kupfer im Blut. A, zur Tarnung in Sträuchern. Nee. B, zur Abschreckung von Feinden. Nee. Oder C, zur Attraktion von Weibchen. Das kann leider unsere alles Antwort sein. Ist nicht dabei. Was hat er denn gedacht? Kupfer im Blut. Oder Brom oder irgendwas. Ja. Oder vom blauen Lolli. Ja. Also, zur Tarnung in Sträuchern. Ganz ehrlich, eine blaue Zunge in so einem grünen Busch. Wo ist denn da was blau? Vielleicht ist das ein blau blühender Busch und die sitzen da mit ihrer blauen Zunge drin und dann kommt so ein Bzzz, denkt, oh, was für ein geiles Blatt, setzt sich drauf und zack, weg. Könnte sein. Abschreckung von Feinden. Blau ist giftig. Blau ist giftig, genau. Und somit könnten die Feinde denken, pack das Vieh mal nicht an, das ist mit Sicherheit hochgiftig. Ja. Wobei Attraktion für Weibchen, wenn ich jetzt nach Hause käme, hätte eine blaue Zunge. Es kommt drauf an, was für ein Weibchen du zu Hause hast. Wenn es ein Blauzungen-Skink ist, ja. Also in der Natur muss alles einen Sinn haben. Wobei, wenn ich jetzt überlege, ich war in Norwegen und in Norwegen, da gibt es eine Flechtenart und zwar die norwegische Rentierflechtenart.
Und die hat manchmal gelb, manchmal leicht bläuliche Töne. Jetzt würde ich mir vorstellen, dieses Vieh käme aus Norwegen und würde in dieser Flechte liegen. Ganz ehrlich, wenn ich mich verstecke, ne? Ja. Ich verstecke mich vor einem Säbelzahntiger und jetzt zur Tarnung male ich mir jetzt meinen Finger blau an. Ganz ehrlich. Schöne Idee. Ja. Was denkt der Säbelzahntiger? Der denkt, ist vergiftet. Der Typ hat einen Schaden. Und haut ab. Und geht. Genau. Und geht. Dann müsste das gesamte Tier doch anders aussehen. Außer er legt seine Zunge über eine Blüte, hofft, dass da eine Biene landet, denkt, ach geil, große Blüte, fumm weg. Also Tarnung in Sträuchern, warum in Sträuchern auf Blüte? Also A würde ich persönlich aussehen. Zur Abschreckung von Feinden, das sieht natürlich total aus. Irre aus. Ja, aber das ist doch Tarnung und, also ganz ehrlich. Also Attraktion für Weibchen, also die sind ja nicht ständig scharf, Tiere. Oh. Kommt aufs Tier an. Ja, die machen das ja nach Jahreszeiten. Weißt du, die sagen so, jetzt Hallöchen und dann fangen die an und machen zum Beispiel so ein Feld blumenfrei und tanzen. Die Vögel. Ich glaube, das ist C und wir nehmen eh das Publikum. Wir nehmen sowieso Publikum, ja, wir glauben an C. Ne? Ich glaube an C, du glaubst ja alles. Ich glaube alles. Hauptsache es ist C. Naja. Also es steht schon jemand. Ja, zwei, sogar drei. Ja. Ui, drei. Ei. Ich hab, in welcher Reihenfolge standen die denn? Ich bin mir sicher, der junge Mann im Karätenhemd, der weiß es. Ja, also ich komme, warte, bis ich zu dir komme. So lange musst du noch an dir halten. Ja, weil der ist, der sammelt Echsen. Ja, das ist gut möglich. Ja, soll ich zu dir, kommen? Okay, ich komme zu dir hoch. Grüß dich. Guten Abend, wie heißt du? Jannis, genau. Wo kommst du her? Aus Bremen und ich würde mich Bernhard Hoecker anschließen. Okay, also das heißt, das ist dann Antwort C. Antwort C. Antwort C, genau. Antwort C. Also Jannis schließt sich der Meinung von Bernhard an und hat Antwort C jetzt eingeloggt und sagt, der Blauzungen-Skink macht die Mädels heiß mit seiner blauen Zunge. Und wenn es nicht richtig ist, dann haben wir wieder was gelernt. Ja, so ist es. Genauso ist es. Jannis, ich sehe, du hast die Sendung wirklich voll und ganz verstanden. So, wir gucken. Jannis, ich gehe kurz runter. Denn Thomas Staas steht bereit. Komm zu uns, Thomas. Komm hier, nehmen uns. So, da sehen wir ihn noch mal. Nee, ich sehe ihn nicht, er ist gut getarnt mit seiner blauen Zunge. So, ja. Dann setzen wir mal ab. So, hallo. So. Thomas, du kennst dich ja jetzt mit Reptilien wirklich gut aus. Ne? Bist ein Experte dafür. Wie verhält es sich jetzt mit dem Blauzungen-Skink? Also dieser Blauzungen-Skink kommt in Australien vor, ist einer der größten. Wie man sieht, also gerade du wirst das jetzt sagen, ist es eigentlich ein Chibabjichi mit vier Beinen. Hat keinen Panzer, kann sich nicht wehren in irgendeiner Form. Ah, naja. Das ist Abwehrung. Genau, so. Scheiße. Jetzt hat die natürlich ganz viele Fressfeinde, weil er natürlich wirklich ein Fleischbrocken ist. Ja. Und wenn jetzt ein Feind kommt, reißt das Maul auf und streckt die blaue Zunge raus. Dann kriegen die Schiss und hauen ab. Die haben Angst, wie du es eben schon eigentlich gesagt hattest. Dieser blaue Effekt eben ist so, dass eine Warnfarbe ist. Ich habe es gesagt. Also das heißt, die blaue Zunge ist zur Abschreckung von Feinden. Ja. Und damit ist Antwort B richtig und Antwort C die falsche. Ihr hattet C gesagt, Jannis ist euch gefolgt. Ja, er hat es natürlich ganz richtig erkannt. Ihr habt zwar falsch geantwortet, aber wir haben alle wieder was gelernt. Super. Ja. Thomas, vielen Dank. Ja. Ah, guck mal hier, die Blauzunge. Es sieht irgendwie sehr ungewöhnlich aus in der Tat. Ja. Ja. Also, ihm geht es. Ne? Ja, dem Blauzungen-Skink geht's gut bei dir. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke. Thomas Staas, danke schön. Ein großer Freund unserer Sendung. Es bleibt bei 2000 Euro. Und ihr. Ihr könnt jetzt hier die 3000 voll machen, ja, wenn ihr die nächste Frage auch noch richtig beantwortet, die letzte Frage, dann habt ihr wirklich alle 6 Fragen richtig beantwortet. So. Der Käfer Trachelophorus giraffa macht seinem Namen alle Ehre, denn sein Körper ist braungelb gefleckt, sein Hals ist lang gestreckt, er besteht aus 12 Gliedern. Oh, das ist eine sehr tolle Publikumsfrage. Also, sein Körper ist braun-gelb gefleckt. Jetzt ist die Frage, was Giraffe im ursprünglichen Sinne heißt.
Weißt du, vielleicht heißt es ja braun gefleckt. So. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist ein Käfer, der einen unfassbar langen Hals. Ich habe irgendwie auch ein Bild sogar vor Augen. Aber das Schöne ist, pass mal auf, ich meine, wir wollen natürlich wollen wir das auch selber. Das Schöne ist, wir müssen es ja eigentlich gar nicht. Es kann sein, dass der Körper tatsächlich braun-gelb gefleckt ist, weil Giraffe hat, glaube ich, tatsächlich was mit dem, hat, der Name hat was mit der Farbe zu tun, des Felles von der Giraffe. Deswegen kann A möglich sein, C schließe ich aus. Ich meine aber, ein Bild mal gesehen zu haben, wo es einen Käfer gibt, der einen unfassbar langen Hals hat. So, das würde ich dem Publikum mitgeben. Wir selber, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Wenn keiner aufsteht, es wenn keiner aufsteht eine, habt ihr die Frage ja eh wieder eben. Selber. Also Publikum, bitte. Oh, was ist hier denn los? Ja. Yeah. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Ja, der im blauen Hemd, der hat es vorhin übrigens auch gewusst mit der Nussnugget. Deswegen würde ich den gerne nehmen. Der ist auch mit ziemlich als Erster aufgestanden. Ja, aber der Erste, der sah so. Aber also Erster war er, ne? Muss man dazu sagen. Erster war ganz hinten. Also eins, nein, zwei, ich meine, der ganz vorne steht. Der war so am Wissen, der weiß es so. Den würdest du nehmen? Also der sondert Wissenssekret ab. Der riecht nach Wissen. Ja, dann nehmen wir den gleich hier vor. Wenn nicht, dann kriegt er ein Problem mit mir. Sorry. Grüß dich. Wie heißt du? Flavio. Flavio. Woher kommst du? Aus Hamburg. Gut. Dann gucken wir jetzt mal auf die Frage. Was sagst du denn? Ich würde jetzt allerdings nicht, weil ich eine Giraffe schon mal gesehen habe, sondern weil ich sehr viel Krankenhausserien gucke. Und da eine Tracheotomie ein Luftröhrenschnitt ist, auf B tippen, einen langen Hals. Mhm. Ganz anderer Ansatz. Damit habt ihr euch gar nicht beschäftigt. Allein für den Ansatz sage ich jetzt schon mal Danke. Wir Unwissenden. Weißt du, so, ja immer nur damit beschäftigt, was Giraffe heißen könnte. Wir gehen nur nach Gliedern und Farbe, weißt du, so die typisch sexuellen Dinge. Aber ansonsten, Flavio. Der Hals. Flavio sagt Antwort B. Er lebt auf Madagaskar. Ist bis zu 25 mm groß und an seiner auffälligen roten Körperfarbe zu erkennen. Außerdem besitzt der männliche Giraffenhalskäfer einen insgesamt ca. 18 mm langen Hals, den er bei Kämpfen gegen Rivalen einsetzt. Der Hals des Weibchens ist hingegen sehr viel kürzer. Jawohl! Danke! Ja. Der richtige Ansatz, die richtige Lösung. Aber genau und damit ist auch die sechste Frage. Andere Hand ist die Verantwortung. So, schauen wir auf den Zwischenstand vor der dritten Entscheidung. Die dritte Runde geht jetzt ins Finale. Bernhard und Horst Lichter haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Michael Mittermeier haben 3.000 Euro erspielt. Hier ist es, das dritte kleine Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage der dritten Runde kommt, heißt Kino. Oh. Kino? Ah, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Überhaupt keine Ahnung. Also pass auf, da bin ich komplett weg. Überhaupt keine Ahnung. Wenn Sie heute Abend Spaß haben, sind Sie natürlich auch ab Montag dann wieder regelmäßig eingeladen. Denn ab Montag gibt es ja dann wieder täglich um 18 Uhr niegelnagelneue Folgen. Wer weiß denn sowas zu sehen? Am Montag dann übrigens mit Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner. Das sind unsere Gäste in der ersten Sendung am Montag. Sind Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie die App, die ARD-Quiz-App, noch nicht runtergeladen haben, können Sie das auch noch tun. Heute Abend nützt es nicht mehr so viel, aber am Montag sind Sie dann wieder schwer mit dabei. Können Sie mitspielen, mitgewinnen. So, wir kommen zur Masterfrage in Runde 3. Wie heißt Superheld Spider-Man? Im alltäglichen Leben A. Clark Kent, B. Bruce Wayne oder C. Peter Parker. 20 Sekunden ab jetzt. Ruhe im Publikum, bitte. So,
die Zeit ist abgelaufen. Beide Teams haben eine Antwort eingetippt. Glückwunsch. Und wir schauen, wie viele gesetzt haben. Bernhard und Horst Lichter haben von den 2.000 Euro gesetzt. 1.000. Elton und Michael Mittermeier haben gesetzt. 1.001 Euro. Und wir schauen, auf welche Antwort ihr getippt habt. Bernhard und Horst Lichter haben getippt auf Antwort C. Elton und Michael Mittermeier haben gesetzt auf Antwort C. C. Und Antwort C ist die richtige Antwort. Peter Parker. Und damit gewinnen Michael Mittermeier 4.001 Euro. Und das heißt für jeden von euch 71,45 Euro. So, herzlichen Glückwunsch. Du kommst deinem Vorhaben ein Stück näher. Michael Mittermeier zieht ins Halbfinale ein. Gratulation! Sehr gut. Mein lieber Horst. Schade, schade. Aber dafür bist du jetzt schneller wieder bei deinem Täubchen. Ja, das ist auch schon mal. Das ist auch schön, ne? Meine Damen und Herren, Horst Lichter, großen Applaus. Vielen Dank. Dankeschön, Entschuldigung. Tschüss, ihr Lieben. So. Das sind die drei, die den Weg ins Halbfinale geschafft haben. Zwei von ihnen werden dann gleich im Finale stehen und um die 50.000 Euro für den guten Zweck spielen. Und ich sage euch dreien, jetzt kommt's drauf an. Wir kommen jetzt zum großen Halbfinale. Hier ist unser heißer Stuhl. Es ist angerichtet. Der heiße Stuhl steht bereit. Lothar Matthäus wird als erster Platz nehmen. Du bist als erster ins Halbfinale eingezogen. Und wir brauchen natürlich noch die Fragen, die offenen Fragen, die ich dir jetzt gleich stellen werde, eine Minute lang. Und unsere Fragen bringt auch heute wieder unser Notar, denn hier geht ja alles mit rechten Dingen zu. Herr Dr. Diem aus Hamburg, guten Abend. Drei Umschläge. Guten Abend. Schön, Sie wieder mit dabei zu haben. Es würde uns was fehlen, wenn Sie nicht da wären. Wir sehen uns gleich noch mal wieder mit den Finalfragen. Herzlichen Dank für den Moment. Sehr gerne. Herr Dr. Diem, du kannst jetzt einen aus den drei Umschlägen ziehen. Die goldene Mitte. Die silberne Mitte. Die silberne. Und wir schauen, es ist der Umschlag mit den Fragen B. Lothar, bist du bereit? Ja. Ja? Die Zeit läuft mit der ersten gestellten Frage. Die beiden von euch, die die meisten richtigen Antworten haben, die ziehen ins Finale ein. Einer von euch dreien gewinnt die 50.000 Euro für den guten Zweck. Fokussiert, konzentriert, Lothar, toi, 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 viel Glück, hier sind deine Fragen. Wie nennt man einen männlichen Hasen? Karnickel. Rammler. Rammler. Es ist nicht alles Gold, was? Glänzt. Richtig. Die lange Anna ist das Wahrzeichen welcher Nordseeinsel? Weiter. Helgoland. Wie heißt das grüne Blattpigment von Pflanzen, das sich... Weiter. Ja, Chlorophyll. Wie hoch ist das Pfand für eine deutsche Bierflasche? Boah, ich lebe nicht in Deutschland. 8 Cent. Weiter. Welche beliebte Teesorte ist nach einem englischen Grafen benannt? Weiter. Earl Grey. Wie wird ein Strafwurf beim Handball auch genannt? 7 Meter. Richtig. Wie wird die Küche auf einem Schiff genannt? Kajüte. Kombüse. Kombüse. Der Name welches Potsdamer Schlosses bedeutet übersetzt ohne Sorge? Weiter. Schloss Sanssouci. Welche Schriftstellerin erfand Pippi Langstrumpf? Lindström. Lindgren, Astrid Lindgren. In welchem Bundesland liegt der Schwarzwald? Baden-Württemberg. Richtig. Wie heißt der Vogelfänger in Mozarts Zauberflöte? Weiter. Papageno. Welches Organ wird mittels EEG untersucht?
Das Gehirn wäre es gewesen. Gehirn, ja. Das Gehirn wäre es gewesen. Okay. Wow. Es waren 3 richtige Antworten. Die anderen müssen es erstmal besser machen. Ja. Das ist immer eine besondere, eine schwierige, eine Prüfungssituation. Wolfgang, du bist Nummer 2. Lampenfieber steigt und die Konzentration fällt. Hm. Ja. So, so, auch für dich. 2 Umschläge haben wir noch. Hm. Einen darfst du wählen. Den? Ja. Gut. Es ist der Umschlag A. Ah. Ah. Die Karten beginnen mit Frage 1. Bist du bereit? Ja. Dann drücke ich auch dir die Daumen. Hier kommt Frage 1. Der Redensart zufolge heißt es abwarten und? Tee trinken. Richtig. Wie heißen die Jungtiere eines Rehs? Kitz. Richtig. Die Vereinsfarben von Schalke 04 sind blau und? Weiß. Richtig. Da, da, da war ein Hit der neuen deutschen Welle-Band. Oh Gott, bin ich nicht ganz so. Weiter. Ja. Trio. Welcher Fluss fließt durch Heidelberg? Weiter. Der Neckar. Welche Zahlen kommen zum Einsatz, um einen Binärcode zu bilden? Ungerade. 1 zu 0. In welchem Märchen der Brüder Grimm wird eine Prinzessin ihren späteren Gemahl an die Wand? Malt an die Wand. Wirft ihren Gemahl an die Wand. Ach, hier, Froschkönig. Richtig. Wie heißt der griechische Anisbrandwein? Sag weiter, wenn es nicht weiter. Uso, in welcher Sportart wurde Eddie the Eagle bekannt? Weiter. Skispringen. Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland? Nordrhein-Westfalen. Bayern. Wie heißen die kleinen Kügelchen, die in der Homöopathie verwendet werden? Weiter. Globuli. Ach, guck an. Es waren 4 richtige Antworten. Ja, damit bist du schon eine weiter. Das reicht. Michi. Okay. Ja. Mit 3 richtigen Antworten geht's ins Stechen. Mit 4 richtigen Antworten bist du mit Wolfgang Stumpf gemeinsam im Finale. Alles, was über 4 richtigen Antworten liegt, darfst du dann sofort auch den Teamkapitän fürs Finale auswählen. Okidoki. Bereit? Dann starten wir mit Frage 1. Welcher Fluss fließt durch München, Freising und Landshut? Isar. Richtig. An welchem Tag wird das Wort zum Sonntag im Ersten verkündet? Samstag. Richtig. Durch welches Körperteil geht die Liebe sprichwörtlich? Magen. Richtig. Was ist das Gegenteil von Steuerbord? Backbord. Richtig. Wer ist der Nachfolger von Joachim Gauck im Amt des Bundespräsidenten? Weiter. Frank-Walter Steinmeier. Woraus besteht Bernstein? Weiter. Aus Harz. In welchem Ort schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche? Wittenberg. Richtig. Wie nennt man den Spielball beim Eishockey? Puck. Richtig. In welchem Bundesland liegt das Neandertal? Weiter. Nordrhein-Westfalen. Wie wird eine Froschlarve genannt? Weiter. Kaulquappe. Wie heißt die Mutter von Felix Neureuther? Weiter. Rosi Mittermeier. Ja. Was feiern die Amerikaner am 4. Donnerstag im November? Weiter. Thanksgiving. Welcher Buchstabe steht für die Lebensmittelzusatzstoffe? Weiter. E. Kap Horn liegt an der Südspitze welches Kontinents? Afrika. Südamerika. Welcher? Das waren 6 richtige Antworten. Immerhin. Ja. Ja. Das reicht. Ja. Ja. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Komm runter. So, und damit Michi und Wolfgang. Ja. Komm her, kommt beide hier rüber. Michi, damit steht fest, ihr beide seid im Finale, werdet euch da jetzt gleich gegenüberstehen. Und Lothar, herzlichen Dank für den Besuch, hat großen Spaß gemacht. Lothar Matthäus, meine Damen und Herren, Dankeschön. So, ihr habt es geschafft. Großes Kompliment ans Publikum. Das geht so. Absolut. Oh ja. Ja. Also, das ist echt Durchhaltevermögen. Die besten Gäste, das beste Publikum, ja, das gehört hier alles zusammen. Ja. So, ihr beide bestreitet jetzt das Finale miteinander, gegeneinander. Denn nur einer von euch beiden kann ja die 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Und Michael Mittermeier hatte 6 richtige Antworten im Halbfinale, Wolfgang Stumpf 4. Das heißt, du darfst dir den Teamkapitän, den Mitspieler fürs Finale aussuchen. Ja, ich bin gespannt. Hier sind unsere beiden Teamkapitäne zurück. Hier sind Bernhard und Elton. Willkommen zurück.
kompetentesten Beratern im Finale, denn jetzt müsst ihr die Verantwortung ja selber übernehmen. Denn es geht ja jetzt auch um eure 50.000 Euro, die ihr dann an einen guten Zweck weitergebt. Ja, du hattest 6 richtige Antworten im Halbfinale und damit die meisten richtigen Antworten. Du darfst jetzt entscheiden, mit wem gehst du ins Finale, mit Elton oder mit Bernhard? Elton. Ja? Ja, natürlich. Das ist eine Liebeshochzeit. Ja? So, dann darf ich euch bitten, Platz zu nehmen. Nehmt Platz. So, unsere beiden prominenten Gäste haben neben ihren Teamberatern, ne, sind es ja jetzt Platz genommen. So, wir haben für euch Fragen vorbereitet. Fragen, wie wir sie in den Foren spielen, mit 3 Antwortmöglichkeiten. Aber es geht jetzt darum, wer zuerst von euch 3 Punkte auf seinem Konto hat, der gewinnt das Finale. Ja, solange es unentschieden steht, muss immer die andere Partei, darf die andere Partei noch die Frage beantworten. Ja, und dann geht es immer weiter. Also bis einer falsch beantworten würde, dann hätten wir einen Sieger gekürt. Ihr habt 60 Sekunden Zeit zu überlegen. Innerhalb dieser 60 Sekunden müsst ihr eine Antwort eintippen. Gut, dann sind wir bereit fürs große Finale. Herr Dr. Diem, hier sind die Fragen. Vielen Dank. Die beiden Umschläge mit den Finalfragen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Diem aus Hamburg. Hier sitzt der Mann, der das Erstwahlrecht hat. Es geht nur um die Verteilung der Fragen. Welcher ist denn leichter? Guck mal. Was? Nein, vergiss es. Ich nehme den hier. Du nimmst den? Warte, den. Ich brauche den. Du nimmst den. Ich habe das festgehalten. Es ist in einem Umschlag ein B wie in diesem. Und ich mache natürlich noch die Gegenprobe. Da ist natürlich ein A drin. So, das heißt, wir wissen jetzt, welche Fragen an welches Team gehen. Machen, ne? Hier ist die erste Finalfrage. Mit welcher Disziplin beginnen Zehnkämpfer ihren Wettkampf? A, Speerwurf, B, 100-Meter-Lauf oder C, Weitsprung. 60 Sekunden laufen jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich würde 100-Meter-Lauf sagen. Michael, ihr könnt laut reden. Ne? Ja, ja, ja. Also ich glaube, es ist, also ich bin ja eh nur Berater. Ich weiß es hundertprozentig auch nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich der 100-Meter-Lauf. Oder kommt der zum Schluss? Nee, glaube ich nicht. Der 100-Meter-Lauf war Olympiade. An sich kommt ziemlich zum Schluss, weil das ein Highlight ist. Er ist halt von 0 auf 100 schon ganz schön. Ich weiß es nicht. Also das, aber er kommt mir bei 100 Meter, ist ja gleich so 0 auf 100, weißt du so. Ja. Aber vielleicht kommt daher 0 auf 100. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hätte auf 100-Meter-Lauf getippt. Ich weiß es aber auch nicht. Ich glaube, Speerwurf ist es nicht. Wenn, dann höchstens. Bist du sicher, Speerwurf ist es nicht? Nee, leider bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich kann dir echt nicht helfen. Ich muss dann irgendeins. Bauchgefühl muss entscheiden bei dir jetzt. Weißt du was? Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich bin. Ich bin. So, Michael Mittermeier tippt auf Speerwurf. Weitsprung ist die zweite Disziplin. Speerwurf ist die 9. Disziplin und 100-Meter-Lauf die erste. Ja, leider keinen Punkt. 100-Meter-Lauf, Antwort B ist die richtige Antwort. Ja, Mann, ja, entschuldige. So, es bleibt bei mir. Wolfgang, die Chance für dich, in Führung zu gehen. Auf dem Rand welcher deutschen Euromünze stehen die Worte Einigkeit und Recht und Freiheit? A, 50 Cent, B, 1 Euro oder C, 2 Euro? Das sind ja zwei Länder waren, vielleicht 2 Euro, weißt du? Ach so. Zusammenkommen, es muss ja irgendein Symbol haben. 50 Cent wäre wichtig, jeder Cent, aber 1 Euro glaube ich nicht. Oder eine in Deutschland, ja. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde vom Gefühl auf 2 Euro wegen dem Platz tippen und auf 1 Euro, weil es der erste Euro ist. 50 Cent glaube ich nicht, nee. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann mich
Ich könnte doch nicht mal sagen, dass überhaupt irgendwo Einigkeit und Recht und Freiheit steht. Ja, und es soll ja eine Einigkeit und Recht und Freiheit sein. Vielleicht ist es doch der eine Euro, dass es da abgeleitet ist. Als erster Euro? Ja. Riskierst du es? Ich, wie gesagt, ich kann dir da nicht... Da kann Warum nicht. Zwei? Also es muss ja eine Symbolkraft haben. Ja? Genau, eins hat die beste Symbolkraft. Gute Idee. Antwort B, ein Euro ist eingeloggt. Das Motto Einigkeit und Recht und Freiheit ist die Randschrift der deutschen 2-Euro-Münze. Antwort C ist die richtige. Es bleibt bei 0 Punkten. Wie lange spielen wir das? Wir spielen so lange, bis einer gewinnt oder einer stirbt. Also, es ist wirklich Minutendings. Ich hätte das gleich genommen. Ja. Okay, also, wir spielen, bis einer 3 Punkte hat. Oder einer freiwillig aufgibt. Oder einer weint, genau. Nächste Frage für Michael Mittermeier. Warum bin ich eigentlich so aufgeregt? Welche Geschwindigkeit muss ein Pkw fahren können, damit er auf deutschen Autobahnen fahren darf? A. 60 km pro Stunde, B. 80 km pro Stunde oder C. 100 km pro Stunde? Ich bin für 60. Zeitlos. Ich bin für 60. 100 auf jeden Fall nicht. Das ist, da können auch kleinere fahren. Es muss auch LKW muss zum 60 sein. Ich glaube auch 60. Wir schenken ihn. Also das kannst du ja nicht sagen. Du kannst ruhig laut reden. Ich glaube auch an die 60. Also ich glaube nicht an die 80. Wenn du dir mit irgendwas sicher bist, hindert dich niemand daran, einzuloggen. Wir sagen beide 60. Das heißt nicht, dass wir, es geht ja jetzt echt um was. Ja, aber dann diskutieren wir blöd rum. 100 auf jeden Fall nicht. 80 LKWs können nur manchmal oder dürfen nur 80 fahren, aber trotzdem langsamer. Aber 60, also ich bin definitiv auch für 60. Lass 60 machen. Ja. Antwort A ist eingetippt. Die deutsche Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass Kraftfahrzeuge, die die Autobahn benutzen, eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und mehr erreichen können müssen. Erster Punkt für Michael Mittermeier. Wolfgang, jetzt heißt es einfach dranbleiben. Für Wolfgang Stumpf folgende Frage. Welche Zutat wird im Reinheitsgebot für Bier aus dem Jahr 1516 nicht erwähnt? A. Gerste, B. Hefe oder C. Hopfen? Ich dachte, Wasser kommt. Ja. Dann läuft's. Boah. Ich habe keine Ahnung. Also Hefe brauchst du zum Gären, Hopfen ist die Basis fürs Bier. Da kann es ja nur Gerste sein. Ja, aber vielleicht ist deshalb genau Hefe drin, weil die brauchst du auf jeden Fall. Die kannst du nicht ersetzen durch was anderes und es ging ja um Geschmäcker. Nicht erwähnt. Ist nicht erwähnt, deshalb ist Hefe nicht erwähnt, weil die ist auf jeden Fall dabei. Also die, du kannst ohne Hefe kannst du nicht gären lassen, wäre mein Vorschlag. Und Gerste und Hopfen hat was mit dem Geschmack zu tun. Das muss so sein, damit es ein deutsches Bier ist. Deshalb wäre ich bei, aber wenn du sagst, es kann nur Gerste sein, dann vertrau dir. Mm-mm. Wir haben noch Antwort B, Hefe. Ist die Entscheidung von Wolfgang Stumpf. Und im Reinheitsgebot von 1516 nicht erwähnt, weil schlichtweg in dieser Zeit noch gar nicht bekannt. Ach. Ist die Hefe. Richtige Antwort. Danke, mein Vater. Oh, Schwein gehabt. 1-1. Wenn wir jetzt hier weitermachen, ja, genau. Michael, nächste Frage für dich. Welcher Fluss bildet die Victoria-Fälle in Afrika und stürzt dort 110 Meter in die Tiefe? A. Kongo, B. Sambesi oder C. der Nil? Zeit läuft. Ich weiß, du warst lange in Afrika. Ein ganzes Programm hat sich um Afrika gedreht. Ist das nicht tatsächlich doch der, ist das nicht der Nil? Aber irgendein Fluss, ich glaube, der Sambesi, der verläuft einfach im Sand. Ist es der Sambesi oder der Kongo? Also ich kenne den Sambesi nicht. Beim Kennst du Sambesi also, nicht? Nee, als... ich weiß, da kann ich dir leider auch nicht... So weit? Lass uns teilhaben an deinen Gedanken, Nil geht relativ weit, aber das ist auch so wieder das Naheliegende. Das ist wahnsinnig schwierig, ne? Aber ich hätte den Kongo noch nie gehört, als das Victoria-Fälle habe ich noch nie im Zusammenhang... Also ich würde B oder C sagen, aber ich kenne den Sambesi nicht. Und ich glaube,
Nil ist spektakulärer, so ein bisschen, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann dir echt nicht helfen. Nimm's. Antwort C ist eingetippt. Wir haben Glück. Die Victoria-Fälle wurden zum Weltkulturerbe erklärt. Und sie sind die Wasserfälle des Sambesi. Ja, da wusste ich Kunde, dachte ich noch. Welcher ist denn das, der so in Sand verläuft? Okawanga. So, ach, der Okawanga, gut, alles klar. Das Okawanga-Delta. Es bleibt bei einem Punkt. Wolfgang, nächste Frage. Wie viele Pins müssen beim Bowling umgeworfen werden? 10. A12, B10 oder C9? Die Zeit läuft. Lass mal kurz nachdenken. 9 ist Kegel, alle 9. Dann sind es 10. Ich glaube 12 nicht. 1, 2, 3. Nee, das sind, ich meine auch 10. Wolfgang Stumpf tippt auf 10, hat noch mal kurz und schnell durchgerechnet. 4, 3, 2, 1. Im Gegensatz zum Kegeln, wo 9 Pins in einer Raute aufgestellt werden, sind es beim Bowling 10 Pins, richtige Antwort. Zweiter Punkt für Wolfgang Stumpf. Michael, nächste Frage für dich. Welcher Beatle geht auf dem berühmten Abbey Road Albumcover zuerst über den Zebrastreifen? Das wissen die. Ja, ja, das sind A. John Lennon. Da haben wir jetzt die Auswahl. Super. Yes. A. John Lennon, B. Paul McCartney oder C. George Harrison. Paul McCartney ist es, glaube ich, nicht. Paul McCartney war der barfuß drüber gegangen ist und haben alle gesagt, das ist Zeichen, dass der tot ist oder sowas. Also Paul McCartney nicht, der war, glaube ich, in der Mitte. John Lennon oder George Harrison? Ich tendiere zu George Harrison, weil der ist unscheinbar und Lennon. Also ich war vorher auf Ringo Starr und dann wäre tatsächlich noch der Unbekanntere, auch George Harrison. Ich ja, keine also Ahnung. Also ich weiß nicht. George Lennon, ich würde auf George Harrison tippen. Aber auch nur aufs Bauchgefühl. Mann, ist das aufgefallen. Aber am Ende muss Michael entscheiden. Denn Michael muss entscheiden, ja. Oder ist es. Oh fuck, jetzt geht mir doch nochmal John Lennon durch den Kopf. Nicht, dass es doch McCartney war, aber nee. Einer geht voran, du hast noch 10 Sekunden. Pass auf, ich kann, also. Ja, ist okay. Michael Mittermeier folgt nicht der Empfehlung von Elton, er setzt auf A, John Lennon. Und im weißen Anzug geht voran. Gefolgt von Ringo, Paul und George, John Lennon. Zweiter Punkt. Aber jetzt tatsächlich, da du ja schon die erste Frage bekommen hast, liegst quasi eine Antwort zurück, hat Wolfgang Stumpf jetzt die Chance zu gewinnen. Wir haben angefangen. Ach, stimmt. Ja. Die vielleicht entscheidende Frage an Wolfgang Stumpf. Welcher dieser Nobelpreise wurde zuerst verliehen? A. Friedensnobelpreis an Willy Brandt. B. Nobelpreis für Literatur an Günter Grass. Oder C. Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an Konrad Lorenz. Meine Güte. Ganz ehrlich, der Puh. Das kann es nicht sein. Das war später. Wann war das? Ja. Zu Lebzeiten. Zu Lebzeiten, genau. Willy Brandt war. Ja. Wann war das? Das waren die. Und für welchen Anlass? Für die Ostvertreter, ja. Für die Ost. Genau, das war. 70er Jahren. Kann das sein, dass der Lorenz das in den 60ern? Ich habe keine Ahnung. Mich fühlt es zu Lorenz hin, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe auch C gedacht. Ja, dann. Also. Da können wir noch 20. lange eiern. Wir können raten. Es ist ja auch spät geworden, wir nehmen C. Ihr nehmt C. Keine Ahnung. Ihr nehmt C. Günter Grass war 1999. Oh, ja. Stimmt, ja. Natürlich, der war total spät. Konrad Lorenz 1973. Also Willy dann Brandt. Brandt. Jetzt kann und Willy Brandt. Willy Brandt war. Ja, das war, wann war der? Ja, wie lange war die Entscheidung? Ja. Nobelpreis. Der Friedensnobelpreis für Willy Brandt war. Schmidt war. Schmidt war 1971. Also Antwort A ist die richtige. Zwei Jahre Unterschied.
Ja, ja. Ganz klar. Das ist ja nicht so fassbar. 2 Jahre Unterschied. Ja. So, jetzt, Michael. Aber die haben ja auch den Nachzug, theoretisch. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt hast du wieder die Vorlage. Weil ja, ja. Er hat ja, ja angefangen. Ja, ja. Ja. So, Michael kann noch aber nicht entscheiden. Aber wenn wir richtig beantworten, haben wir noch nicht gewonnen, weil genau. Es kommt noch ein Nachzug. Genau, genau. Genau. Okay. Michael, nächste Frage. Mit welcher Faustformel kann die Entfernung eines Gewitters in Kilometern errechnet werden? 10. A. Sekunden zwischen Blitz und Donner mal 10. B. Sekunden zwischen Blitz und Donner geteilt durch 3. Oder C. Sekunden zwischen Blitz und Donner plus 2. Also B nicht. B nicht. Mit C. 1, 2, 3. Und dann kommt der Donner. Da teilt man nicht durch 3. Ich würde Sekunden zwischen Blitz und Donner plus auf, ist mal 10. 2 sagen. Oder? Nicht mal 10, das ist dann. Also wenn es 21, das ist 10 Kilometer weg. Weil wenn du sagst plus 2, du hast eine Sekunde, dann wird es 3 Kilometer weg. Ja. Bist du ganz dann sicher? Ist dicht. Dann ist es halt dicht. Bist du ganz sicher? Wenn du mich immer so, das ist so wie, hast du die Kaffeemaschine ausgemacht? Ja, bist du dir sicher? Nee, B ist es nicht, aber pass mal auf. Ich finde mal 10 ist zu weit weg. Ich habe das noch nie gehört, plus 2, wenn ich ehrlich bin. Noch nie. Aber... Du warst mit John Lennon auch eben gut, aber ich sag plus 2. Das ist, mal 10 ist mir dann zu weit weg. Das ist dann 10 Kilometer weg. Warum sollst du es dann noch hören? Letzten Sekunden. Das ist nicht so weit. Ich hab's nie gehört. Ich hab keine Ahnung. Michael tippt auf Antwort A. Also, da kannst du nichts dafür. Aber für die ungefähre Entfernung in Kilometern heißt es Zeit zwischen Blitz und Donner in Sekunden geteilt durch 3. Nein! Ja, gut, da wären wir eh beide falsch. Ja, Antwort beide B falsch. Ist die richtige. Es bleibt bei 2 Punkten. Nein. Jetzt, Wolfgang, hast du wiederum den Matchball. Du kannst jetzt den Deckel drauf machen. Ja, Wolfgang, du könntest es jetzt entscheiden. Deckel machen. Bei welchem Land wurde das Kfz-Länderkennzeichen von dessen lateinischem Namen abgeleitet? A. Schweiz, B. Spanien oder C. Irland? España ist Spanien, Irland, ja, Schweiz ist CH. Ja. Für das, das kann ich mir für Q, für, doch, das glaube ich ist, das, ich würde auf Schweiz tippen. Ja. España. Also Spanien wissen wir ja, das ist. España. Irland, das hat auch ihr. Ja, einfach. Schweiz, ja, CH. Wollen wir kurz und schmerzlos. Ihr sagt Antwort A, die Schweiz. Das ist nicht CH, ne? CH. Spanien hat das Länderkennzeichen E. Für España. Lateinisch wäre Hispania, also da wäre es das H. Die Schweiz hat das Länderkennzeichen CH und das steht für Konföderation. Helvetia! Das ist richtig! Und damit gewinnt Wolfgang Stumpf diese heutige Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Danke, Mario. Und gewinnt. Oh nein, ich dachte, ich fliege nach. Und gewinnt die 50.000 Euro. Du hast mir geholfen, das hat immer hart. Das war 11 Meter, das ist die für den guten Zweck. Okay, nein. Lass mir ein bisschen Ordnung einbringen. Wolfgang, komm zu mir. Und vor allen Dingen, sag mir, was mit den 50.000 Euro passiert. Also, ich bin im Kuratorium vom Kinderverein in Dresden. Das ist ein Elternhaus für ganz schwer erkrankte Kinder. Und dort sind dann die Eltern mit den Geschwistern und können die während der Phase von OP und Betreuung dann in einem anderen Feld als immer nur im Krankenzimmer besuchen. Und dann bin ich noch im Kuratorium oder Mitarbeit. Für Krebshilfe, also für Jugend, das ist Sonnenstrahl. Mhm. Ja, und dann noch in anderen Organisationen. Ja. Also du teilst es auf. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch der UNICEF, wo ich mit integriert bin. Ja, ich werde auch noch da was abzweigen. Ja. Und der vierte ist, das bist du. Ja, danke. Ja, wie kommt ihr ab? Das müssen wir... Hat Spaß gemacht. Wolfgang, was gibt's denn überhaupt? Das müssen wir offiziell benennen. Ich hatte gedacht, 15 an die Kinder in Dresden, in die beiden Vereine und
10 vielleicht für UNICEF und 10 selbstverständlich für dich. Ja? Also, bei mir geht es an ein Waisenhausprojekt in Kapstadt, in Südafrika, Bulamasango. Mhm. Und das unterstütze ich seit langen Jahren. Und ich war dabei, als noch nichts war auf dieser Fläche. Und ich habe die ersten Kinder kennengelernt. Viele von denen studieren jetzt auch schon. Und also jetzt stehen da auch schon Häuser, es ist ein Waisenhaus. Also es ist ein tolles Projekt. Und in Kapstadt. Also und, die 50.000 Euro sind sehr, sehr gut angelegt. Das steht mal fest. Und meine Damen und Herren, wir sagen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die neuen App-Gewinner. Ihre Namen sind gerade eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Und ab Montag sehen wir uns dann regelmäßig wieder zu den neuen Folgen. Wer weiß denn sowas? Montag bis Freitag dann wieder täglich 18 Uhr. Am 1. Montag mit Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner. Vielen Dank an alle unsere Gäste. Vielen Dank an Bernhard Hoecker und Elton. Ihnen jetzt noch einen schönen Samstagabend. Jetzt gibt es die Tagesthemen. Ein schönes Wochenende noch. Und bis Montag 18 Uhr. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.